Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei dem verrückten Vogel aus der Nachbarschaft. Motori hier und yo, wir haben Bock, oder besser gesagt, ich hab Bock. Ob ihr Bock habt, ne? Ich hoffe doch, ne? So, wir machen wieder ein bisschen Nike, Goddess of Victory weiter mit der Story. Ich habe gestern schon ein bisschen wieder aufleveln können. Das heißt, unsere Truppe ist so ein bisschen stärker. Das heißt, eigentlich sollte uns Kapitel 11 nicht so viel irgendwie Blöcke in den Weg stellen. Und wir schauen dann einfach mal. Und bin echt schon gespannt, wie die Story dann richtig weitergeht, ne? Warte mal, ich minimiere mal OBS. Dann. Das kann pausiert werden. Und dann, let's starto. Schön, schön. Kribbeln im Hals auch noch. Deswegen trinke ich immer was. So. Fein. Dann mal Ladescreen nochmal die Nase auspusten. Siehst du, ich kann glaube auch noch einen 10er-Zug machen. Machen wir das wieder, genauso wie das letzte Mal am Freitag. Machen wir gleich einen 10er-Zug? Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, ich müsste genug Tickets haben. Ich hatte nämlich einen roten Punkt da. Oder war das wegen den Freundespunkten? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal. Odino. Mikedanya? So, erstmal. Oh, schön zurücklehnen. Jo, haben wir. Tatsache. Guck mal, leuchtet immer noch rot, Mensch. Gucken wir uns gleich mal. Ne, die brauchen wir nicht. Das auch nicht. Das hier, genau. Jo, wir haben 16 Tickets. Da können wir doch gleich noch einen 10er-Zug machen, nicht wahr? Mal sehen, ob das Glück mal wieder heute ist. Und wenn ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht da... Nee, da geht's natürlich... Alter, ihr Schweine! Alter, ich mach mal kein Glück. Keine Klicks, skippen. Na gut, eine ganze Menge DNA, ne? Und 10 von den Dingern, na gut. Wäre doch zu schön gewesen. Man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Schweinerei. Frech. Richtig frech. So, hier, guck mal, wir haben 62%. Guck mal, wir kriegen ja zwei neue Dinger. Tier 5, nur wie eklig. Let's go. Dann, was ich mal schauen wollte, ich wollte in die Arche mal reingehen, weil wir Spezialarena. Da haben wir jetzt ja, oh, guck mal, 63% ist das. Ich wollte mal gucken, ob ich das theoretisch jetzt schon einlösen könnte. Jo, Tatsache, kann ich wirklich schon einlösen. Also müssen wir das nicht volllaufen lassen. Weil ich weiß gar nicht, wo ich die Coins einlöse. Oha, 9.900 haben wir jetzt davon. 17.000 von den Coins. Aber wo löse ich die SP Arena Punkte? Spezial Arena Punkte Rangliste. Erhältlich durch die Arena Punkte. Hey. Kann man die ausgeben oder ich habe keine Ahnung. Wenn ich nämlich auf den Arena-Laden gehe, hier ist nämlich nichts. Oh, das Ding ist hier noch da, das kaufe ich mir mal gleich. Ist gut für Rem. Nö, den Rest will ich nicht. Nee, will ich nicht. So, noch ein 10er-Zug und dann haben wir auch über 100 von den Standard-Tickets. Spielt nur noch die Hälfte dann. Nö, das ist alles alle. Ja, nicht wichtig. Ja. So, das heißt so. So, können wir eigentlich direkt wieder in die Kampagne starten? Ich habe halt null Plan, wo du die Coins da halt einlöst, ne? Heimatstadt. Genau, wir sind ja ins... Wait, nee, wir sind sogar Kapitel 12. Stimmt, wir sind in das Loch gefallen. Guck mal, die haben schon 29.000, aber wir sind wesentlich weiter drüber. Sensei. Warte mal, habe ich Automodus jetzt noch? Ich glaube, ich könnte noch anhaben. Ja, Automodus, ne? Ja, ich will selber schießen. Und dicker Typ. Da ist der dicke Typ. Wow. Oh, ein Schuss auf den noch läuft. Ich will verstecken, ne? Wir versuchen zumindest.
Mal Actors-Türen von oben. So, jetzt müssen wir. Oh, da kommt der dicke Typ. Mal gucken, wie lange er da ist. Nicht lange. Lucky, jo, alles klar, Evolf. Vielen lieben Dank für den Lucky. Ja, die Master. Boah, damit habe ich schon Level Up jetzt wieder, eventuell mit dem Credits. Weil momentan spare ich ein bisschen meine Credits zum Level Up machen. Clear. Ja, werden wir bestimmt noch rausfinden. Du siehst ja eine ganze Menge Zeit. Nicht wirklich. Hört sich nach einem Albtraum an, Ja. Wahrscheinlich durch die Oberfläche. Läuft doch gut. Das heißt, Augenmaß. Jetzt geht's los. Die Spürnase. Oh Gott, die Spürnase hat was gefunden. Die alte Tante. Maxwell schlägt Laplas mit ihrer Waffe auf die Hüfte. Laplas versucht, sich hinzuknien. Bleibt dann aber doch stehen. Sie zittert, was? Bin im Lurk, aber musste ich leider muten, weil ich mich ja so nicht spoiler. Ja, ist ja auch richtig so, Der Hino, Alter. Draka, Mann. Nutrium? Jetzt geht's los, hier. Stechen lassen. Draka konzentriert sich und schaut sich in der Umgebung um. Gut. Bauchgefühl? Nur nicht wirklich. Guck mal, jetzt gekommen, da gibt's ordentlich an mit dem Maxwell, hä? Na, das stimmt, das macht ihr Feld schon extremst, ne? Ihre heldenhafte Einsatz, ja gut. Ja, nicht nur Shifty, ne? Die gute Mädels. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hast du selber stottern gekommen?
Iko! Mein Störsender platt mache, Ich habe jetzt auch momentan halt kein Tank drin, ne? Einfach nur auf der Basis, dass ich halt zwei Dreier Damage Dealer drin habe. Damit ich mehr mein. Was war's? Burst. Meine Burst-Fähigkeit sozusagen spammen kann. Oder auch. In der Mission. Das ging ein bisschen daneben, ja. Wo kommen sie? Da kommen sie. Gucken wir. Das ist weg. Wo ist sie doch? Da ist sie doch. Richtig weg. Und zwar nicht nur auf seine eigene Art und Weise, sondern auf meine Art und Weise. Okage des. Blabs. Sensei. Startet der schon blitzes Schießen? Das gibt's hier nicht auf My Watch. Tschüss. Oh, da kommt noch so ein Schildtyp hier. Springt der Schildtyp natürlich, springt er vor. Schildtyp weggemunzt, ey. Oh, Meyers! Jetzt geht's los! Vielen Dank, Team. Vielen Dank, Nevedo. Warte mal, ich muss mal platt machen. Mrs. Broken. Nicht Meyers. Wieso hab ich Meyers gesagt? Wie soll er? Wie soll ich? Ich hab nur. Meyers, what the fuck, was lese ich denn da? Hier wegen Mrs. Broken Eye. Meyers, the fuck. Hey, gerne. Jo, was habt ihr auch Schönes gespielt? Tony, etwa ebenfalls Nike. So, warte mal, lass mir dir erstmal einen Shoutout geben. Und jo, ich bin der verrückte Vogel aus der Nachbarschaft. Oh, Tony hier. Und ja, hallo. Ich will dich mal kurz. Na, du Vogel, ey, ein wildes Franzi. Kommst du von drüben mit? Wurdest du gerade mit rüber geradet hier? Na, war das etwa dein Ding hier? So, warte mal, das möchte ich dir erstmal einen Shoutout geben. So, LeV. Ich hab sie rochen. Und dann Shoutout auch bei Miss Broken Eye gerne mal rein. Du musst aber. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Du hast noch nicht geschrieben, was ihr. Was habt ihr denn? Was gab's denn bei euch? Warte, VR-Chat? Also ich weiß ja, Franzi, du bist ja gerne nochmal im VR-Chat. Franzi hat dich vorgeschlagen! Nice. Dann erzähl mal, was habt ihr denn noch so Schönes gespielt? Und auch, hey Franzi, ich hoffe, du hast auch einen schönen, entspannten Nachmittag, ne? Und schön, dass er reinschaut. So, wir machen hier momentan ein bisschen die Story weiter. Die ist halt richtig, richtig geil, was das angeht, ne? Also, und ich habe auch mega das Glück. Oh, Papers, Please gab's bei euch. Das Spiel habe ich zum Beispiel auch noch. Da siehst du leuchten. Da. Hi. Dann gibt's was. Genau. Flugblatt. Immobilienhandel. Ein 149 Quadratmeter großes Hochhaus-Apartment am Meer ist ab sofort auf dem Markt. Die Wohnung, die vor der Rapture-Invasion stolz 6,5 Millionen kostete, ist jetzt nur für 66.500 zu haben. Muss in voller Höhe bezahlt werden. Kein Bargeld, nur Dinge des täglichen Bedarfs werden akzeptiert. Hört sich an, Scam an! Bin doch nicht bekloppt! Oh, Raptures, ich weiß ja nicht, wie geht's dir eigentlich? Oh, mir geht's super. Ich war jetzt halt mit dem Kleinen noch draußen. Wir waren erst 2 Stunden spazieren. Schnäppchen, aber richtig Schnäppchen. Ja, kurz bevor du tot bist. Weil ich weiß ja nicht, ob du Nike kennst. Die Storybuilding ist ja, dass die Menschheit eigentlich so gut wie ausgelöscht wurde und von der Oberfläche vertrieben worden ist. Und wir sind sozusagen unter der Erde und versuchen, die Oberfläche wieder zu erobern. Und die Story ist halt mega, mega hardcore krass, also.
Oh, warte mal, hier gibt's versteckte Items. Ah, da ist es. Gimme. Soundtrack haben wir bekommen von der Overworld hier. So, auf in die Schlacht! No, Gacha-Game, aber ich habe halt, wie gesagt, mega Glück und es macht halt so viel Laune. Und die Story ist halt richtig, richtig geil. Ich liebe es, ey. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin davon richtig gehypt momentan. Mal, wenn ich endlich auf Platz oder wieder auf den gehen. Hallo, lass mal. Okay, gut. Munition alle! So, nachladen hier. Bap. Und weg damit. So, kommen da noch mehr? Ein Big Boss kommt. Also, dann klammern, Big Boss. Friss, Junge, friss! Oh. Okay, wo ist er hin? Da ist er hin! Und tschüss! Das war's schon! Wollte auch Nike spielen, aber kam dazu nie wirklich. Also ich kann es nur empfehlen, du kannst ja den PC-Client halt holen und momentan haben wir halt das Bay-Event, so lange läuft das auch noch gar nicht. Und Shift-Up, es ist ja von Shift-Up, das sind die Leute mit den besten Gacha-Rates, also das ist das, so gesehen, wenn du das willst, das beste Free-to-Play-Gacha-Game auf der ganzen Welt, was du eigentlich spielen kannst. Weil das ist so Free-to-Play freundlich, dass du eigentlich überhaupt gar keinen Sinn sehen wirst, dass du dafür Geld ausgeben müsstest. Also zumindest ist es bei mir halt so richtig krass. Aber natürlich gibt es auch was für Wales, ne? Natürlich, ja, sehr nice, ja. Und vor allem, du musst auch gar nicht so lange halt drinne sein, ne? Also wenn ich zum Beispiel meine Dailies und so mache, das ist halt maximal eine Stunde und dann bin ich auch raus. Und es ist auch nicht langweilig über Zeit. Also es ist normalerweise sagt man sonst so mal Dailies ätzend, ne? Man muss da sagen, dass das halt eigentlich gar nicht mal so langweilig großartig ist, was du machen musst. Sondern hast du deinen Loop, der halt relativ kurz ist, kurz und knackig, ne? Einfach mal selber schauen, wenn du die Möglichkeit hast. Ja. Und by the way, ich bin auf NA. Ich bin auf dem NA-Server. Also falls du mich da dann adden willst, zwinker, ne? Ja. Ich brauche immer Freundespunkte, so ist es nicht. Laps. So, Story-Segment. Oh, guck mal, jetzt haben die Gegner schon 30.000. Alles klar, let's go! No. Und ab Kapitel 14 werden wir dann wahrscheinlich auch die Nebenstory dann starten. Die wurde ja erst neu reingepatcht mit dem Event. Das ist halt komplett neu auch. Nicht, dass ihr von nur wirklich Ahnung hört. Hey! Miss Broken Eye, auch nochmal vielen Dank für den Follow! Da kann ich dich dann eventuell noch irgendwann mal zurückgraden, wenn es mir dann erlaubt ist. Vom Timing her. Und ja. Dann willkommen bei den drei Gehirnzellen, bei den Buggers, ne? Sieht so aus. Na klar! Nice. No. Na genau, keine Zeit. Kowasoka, weg damit! Kapo-Peng! Wird weggebumst, das miese Ding! Oh, richtig. Oh, Gott, der Typ! Die Stun-Viecher, die sind eklig. Die mag ich nicht! Nochmal, hier muss ich das Ding konzentrieren. Ich will nicht, dass meine Leute gestunt werden. Voll aufgeräumt. Oh, noch so ein Stun-Typ. Nochmal, der muss weg. Danke! Und jetzt können wir uns den Boss widmen. Hey, der hat mich angepiekst! Oh, ich mal gegenheilen. Guck, wie lange. Ha! Ey, die sterben so schnell, ne? Aber es liegt auch wirklich an meinem unverschämten Glück. Ich habe so viele SSR-Charaktere bereits, ne? Und vor allem, ich habe schon ihn auf Max Limit Break. Was eigentlich das größte Wunder allgemein ist, weil das ist so, du brauchst ja 5 Stück.
die musst du ja dann in die Synchromaschine hauen und die musst du dann hochleveln. Nur diese 5 Charaktere und alle anderen kannst du dann sozusagen über die Synchromaschine dann auf dasselbe Level pushen. Das ist richtig cool. Das ist ein richtig geiles System. Jetzt geht's los, 5 Meter. Toter Winkel! Hört sich wirklich interessant an, ne? Es ist halt. Also, die haben ja, ich weiß nicht, kennst du Destiny Child? Das war Shift Up, war. Das war Shift Ups erstes Game. Und die haben das aber letztes Jahr, haben sie die Server ausgestellt. Aber die haben davon halt so viel. Da, also, damals war das schon richtig krass in Destiny Child. Aber das war halt dann am Ende, war das halt so viel. Das war halt. Wie sagt man so schön, so zu viel dann als neuer Spieler, dass du halt null Durchsicht mehr hattest und dann bist du halt nicht mehr in das Game wirklich reingekommen. Und da hast du bei dem Game, du hast das halt echt gut, also wie sich das eingeteilt haben, auch von was du halt machen kannst, blablabla und wie du rangeführt wirst und so, das ist richtig gut. Klick, klick. Oh, guck mal. Ah, das sind die anderen. Zauberwort. Ich weiß schon, was das Zauberwort ist. Feuerkraft. Ich hab's gewusst. Mann. Nee, oder? Das kannst du doch nicht verraten. Feuerkraft. Ja, dann dir. Ja, das ist... Ey, die Charaktere sind doch so geil gemacht. Dann hast du auch das Storybuilding dazu mit der Musik und... Oh, ich hab eine eigene Playlist gemacht, nur mit 56 von den Nike-Soundtracks. Das ist so hardcore. Die Musik ist so geil. Ich komme davon gar nicht erst weg von dem Game her. Das ist halt richtig Suchtpotenzial vom Feinsten. Ja, einfach mal eingeschlichen hier. Shifty. Ich merke schon, ne? Und vor allem, das sage ich wirklich bei egal welchen Korok, Korok allerseits. Hier sind wir schon bei Koroks hier. Wir sind nicht bei Zelda. Also bei jedem Charakter hast du wirklich, dass sie so krass gut ihre eigene Persönlichkeit haben, dass du wirklich dieses eingebaute, weil du hast ja dieses Annäherungssystem. Dieses, dass du sozusagen ja die Charaktere dann verstärkst, umso mehr die dich mögen und so Späße. Und du hast halt so viele Nuancen darunter, das ist richtig geil. Nicht wirklich, ne? Die gute Bestie. Bestie ist so knuffig. Aber vorher die Brücke kaputt gemacht, ne? Gut, ne? Ja, ich frage mich, wer es wohl war. Wir machen da das komische Gesicht. Ach, übrigens, Miss Broken. Oder ich sag einfach so. Soll ich einfach Broken Eye sagen? Ich sag Mist da vorne zu sagen. Ich glaube, wir bleiben einfach bei Broken Eye. Das spricht sich besser aus, oder? Ich hab zum Beispiel jetzt für einen gewissen jemand. Zwinker, Zwinker, bist du schon da? Muss ich mal kurz gucken. Sehe ich ihn? Nee, ich sehe noch nicht. Da kann ich es noch sagen. Kannst du gern Aya sagen? Oder Ei? Alles klar, das geht natürlich auch. Moin, moin, Master of Suchti. Ja, ich hab dich schon die ganze Zeit rumrennen sehen. Na, alles klar. Jo, alles supi. Also voll entspannt, weil das Story vorantreiben. Es gibt nämlich, weil der Angel sich ja immer beschwert hat, ein neues Update für die Kanalpunkte. Also vielleicht findet ihr es ja. Vielleicht wisst ihr ja dann auch eventuell, was damit gemeint ist. Also Angel weiß es bestimmt. Hä? Füße glitschig? Glitschig, flitschig? Bakare Yoga, das passt doch gut zu mir, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin mal richtig gespannt. Und Master, was hast du bisher so Schönes noch getrieben, außer meinen Stream natürlich geschaut?
Und wie gesagt, auch schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hast auch einen schönen, entspannten Nachmittag an diesem Sonntag auch, ne? Helldivers! Ja, Elbereth hat mich ja gefragt, ob wir mal demnächst mal wieder Helldivers zusammenspielen. Und da habe ich dann auch so überlegt, muss ich mal gucken. Also wir quatschen dann noch mal genauer. Und dann werden wir auch dann mal wieder eine Runde Helldivers anschmeißen. Dann mal schauen. Ich habe es ja bestimmt schon 2-3 Wochen nicht mehr angerührt, gefühlt. Oh Gott, ich muss mal. Tada! Benjamin, der blöde Elefant. So. Ja, da muss ich auch mal wieder eine Runde zocken. Da ich auch wieder Bock drauf denke. Aber momentan, was halt am krassesten reinhauen, ist wirklich Nike momentan. Ich suchte das so hardcore. Ja. Guten Tackle! Ja, die wissen halt, was guten Hentai ausmacht, Shift Up, ne? Wir haben weitere Proben gefarmt. Oh Gott, hör mir mit die Proben farmen auf. Wir müssten eigentlich auch, ne? Ich hab so eine ganze Weile halt schon nicht mehr weitergemacht. Das ist so, also ich bin halt noch relativ. Noch nicht so wirklich weit, was die Upgrades angeht. Ja. Oh, wir wurden ein bisschen gepokt, gepiekst. Ja, Loch im Bein und so, ne? Okay, ein bisschen weiter. Oh. Ja gut, das ist neu. Das ist jetzt auf jeden Fall so verstärkt. Okay, das ist komplett neu, ne? Ich habe jetzt auch mein Team, wie du siehst, eventuell noch ein bisschen umgestellt. Anstatt jetzt Tanks, 2-3 Angreifer drinnen, ne? 2/5 neues Schiff-Update und wir haben heute gemacht, also eben 300 Grinds und was? 100? Ach, grüne. Oh, 100 Zelt und 40? Oh ja, gut, das ist eine ganze Menge, ne? Davon könnte ich träumen, ey. Davon könnte ich wirklich träumen. Ah, Shaljo! Wie schnell will ich schon wieder sterben? Tschüss! Oh, da kommt was. Ah, langsam halten die Gegner schon doch ein bisschen mal was aus, ne? Noxibito! Gut. Der von oben? Nein, du bist. Oh, hier. Hallo? Frisch, Junge, frisch! Nur noch 3 Schiff-Updates, dann habe ich wieder alles! Ich hatte vorher noch lieber alles. Ich hatte vorher vielleicht. 1/5? Also, das ist noch. Ja. Das ist noch eine ganze Weile, ne? Labs! Clash Mob? Dodgerino? No, wenn das so weitergeht, muss ich immer mal zurückgehen und mal gucken, ob ich wieder ein paar Level-Ups da machen kann, ne? Idemino. Momentan ist es ja wirklich so, dass ich halt mehr Level-Ups gerade mache, weil ich habe ja das Institut oder was das ist, komplett erforscht. Weg damit. Oh, da kommst du. Weg damit. Das Riesending fliegt wieder meine Nichts. Ist doch so schön gewesen, ne? Tschüss. Boom. Keine Chance, ey. Klack, klack. Mmh. 51, ey. Das wird immer lang, immer krasser, ne? Ich freue mich echt schon, wenn ich dann so 40.000, 50.000 dann so hab, dann an ATK schon von allen. Das ist dann, irgendwo ich mich da an. Dann komme ich ja, was? Der Simulationsraum. Ich habe ja den 4. jetzt freigeschalten. Das war aber 52.000! Oh, so gut bin ich noch nicht, ne? Jetzt geht's los. Hier, es regnet! Hallo? Alter, das sind nur so die kleinen Viecher gerade. Hallo? Waren echt viele ätzende Kleider. Okay, du merkst wirklich langsam, dass es doch immer ein bisschen schwerer wird, ne? Okay.
Boah, da kannst du eine Welle auf mich schmeißen. Ist auch, gut, ein bisschen früh, hä? Was kann erzählen? Hallo? Hallo? Kamera! Hup, mach die mal weg, danke. Auf da! Genau, weg damit. Da kam das große Ding angeflogen. Zack. Also gut, dass ich nicht wirklich Schaden mache. Oder bin ich einfach nur so tanky? Also im späteren Missionenverlauf kann ich mir vorstellen, dass das schon ganz schön Schaden rufen wird. Und das, was du jetzt gerade schon durchgekommen bist, ne? Blaps! Oh, hier ist gesperrt. Oh, da ich sehe. Hallo, ich sehe es doch. Meine. Was gibt's? Weltenuntergangsbuch. Die letzten Augenblicke der Menschheit. Das Zeitalter des Menschen endet. Neues Leben wurde geschaffen. Eine verzerrte Version von Gottes Schöpfung. Metallene Richter steigen herab. Die Anzeichen dafür wurden übersehen. Es gibt kein Entkommen. Das Ende naht. Gott führe uns zur letzten Ruhestätte. Oder zu unseren. Na gut, ne? Wait. Was ging da? Da! Da! Das ist mit dem leuchtenden Licht, das war ein bisschen zu weit weg. Oh Mensch! Wie niedlich! 4200! Das ist ein Tropfen auf einen Stein. Kochira deska. Moin, Dark Shadow! Na, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hast auch einen schönen, entspannten Nachmittag. Das hast du bisher so schön getrieben. Und auch ein bisschen ballern. Hallo? Da, das ist der dicke Typ. Müssen wir mal wegruppen. Der Typ? Noch ein kleiner Typ. Ja, und das war mit Munition. Erstmal nachladen. Oh, da, guck mal, da ist der dicke Typ schon. Warte mal, gucken, wie lange. Der springt bestimmt mir gleich weg. Lässt du dich einfach killen? Und so, na gut, fast. Blocks the Vito. Tschüss. Ach, nichts Besonderes. Bin die meiste Zeit im VR-Chip. Ja, das ist auch schön. Der Angel von uns, der auch, gerne hat im VR-Chip rum, ne? Ich muss auch mal schauen, wenn ich mal wieder reinschaue. Ich habe mir jetzt ja vorgenommen, mal mit Elbereth jetzt halt Helldivers zusammen zu machen und da muss ich dann mal gucken, wie ich das auch nur einplane. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich Nani. Da... Nani, aber richtig, Nani. Die WC-Ente, Mensch. Du lebst noch. Na, alles gut bei dir, Ente. Aber du hast auch einen schönen, entspannten Nachmittag. Was hast du bisher so Schönes getrieben? Warte mal, ich muss ja mal kurz ballern. Hallo? Ach, ich würde auch gerne schießen wollen, ne? Wenn ich schon drücke. Alter, hier fliegende Viecher! Munition, alle! Wird auch bald alle Sachen zu Hause für Fullbody-Tracking. Fullbody-Tracking. Ich glaube, das hat es das letzte Mal schon erwähnt gehabt, ne? Fullbody-Tracking ist schon was Geiles. Minecraft! Ja, das gute Minecraft, ne? Das zockt der Angel aber auch immer gerne. Was hat er gefarmt? Die komische Dreizecke irgendwie, die so übel selten gibt. Ja, ne, da hat er sich auch noch abgekrampft mit seinem Kumpel, dass er da glaube, 3 Stück oder so weiter haben. Über sieben Stunden war es, glaube ich. So, Story-Segment, hä? Warte mal, haben wir hier. Da, ich seh's! Meine. Gips. Bericht der Göttinnentruppe. Gegen Codename Ultra gekämpft. Ergebnis: Sieg mit durchschnittlichen Schadensrate von 72,3%. Warte mal, das ist hoch! Durchschnittlich! Ach, Minecraft ist schon gut. Aber wenn man das alleine spielt, macht das keinen Spaß mehr. Na, also ich habe ab und zu. Vor einer ganzen Weile habe ich es ja auch mal gezockt gehabt. Aber irgendwann war dann halt auch die Luft raus, ne? Ich wüsste jetzt nicht noch, ob ich auch den Elan großartig hätte, es nochmal anzufangen. Ne? Ich habe halt momentan so mein kleines Roster. Montags mal Valkyrie Profile. Wenn das halt durch ist, werde ich halt mit diesen JRPGs Oldschool ein bisschen weitermachen. Danach wird wahrscheinlich Grandia kommen.
Na, dann schaue ich einfach mal, wie ich da dann immer noch so weitermache. Das dauert ja dann auch mal so Stück für Stück. Ich habe da ja da so einige Games, die ich dann noch zocken kann, ne? Angefangen habe ich ja mit Star Ocean. Star Ocean, The Second Story Arla, was den Montag anging. Ja, und ja, macht richtig Laune bei Kill Profile auch. Du hast keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, dass es ein Radar in Nike gibt. Ach, du meinst dieses, das, wo ich dann auch, wenn du in der Nähe bist, sozusagen, dass die Items aufleuchten. Ich glaube, am Anfang gab es das Feature auch gar nicht, ne? Also, Master, hast du mir das erzählt? Ich glaube, Master, du hast mir das erzählt, dass du am Anfang nicht mal dieses Radar hattest, sondern du musstest einfach selber klarkommen. Ich bin irgendwie tot, rumgelaufen! Ja gut, ne? Also meistens mache ich auch Rennen, aber hey, kannst du nochmal extra klicken oder was? Ich weiß halt nur, dass du, wenn du in der Nähe bist, dass du dann so ein Ping bekommst, dass du weißt, okay, es ist was in der Nähe. Aber wenn ich dann zum Beispiel durch bin und habe trotzdem so ein paar Dinger übersehen, dann muss ich ja trotzdem alles abgehen, ne? So ungefähr zumindest. Oh, wir kommen natürlich kommen näher. Dann bin ich mal gespannt, was hier auch noch so ein Boss für uns kommt dann, ne? Der gute Boss. Ja, das ist zu einfach, dass es ein Signal gibt, dass was ist. Ja, das da was ist. Ja, der war's da hier, der weiß schon. Easy peasy, viel zu einfach. Hast wahrscheinlich April-Event verpasst, oder? Nö. Hab ich nicht. Ich habe davor angefangen zu spielen. Ich habe beim... Zu Ostern habe ich angefangen. Zu Ostern. Aber du kennst du meine dreckige Zellente. Wenn da irgendwas kam, denkst du, ich habe dir das gemerkt? Hi. Du hast also mit meinem Oil-to-Water-Charakter zu tun gehabt? Una? Oder wen jetzt? Ach, oder meinst du Suen? Die gute Suen. Ja, Öl zu Wasser, ja gut, ne? Ja, Suen, ey. Ich finde die japanischen Sprecher, die Sprecherin von der finde ich halt richtig geil. Deswegen sag ich, hey, Suen, Mensch, top, cool, zündere, weißt du? Und dann hat sie versucht, mich umzubringen. Dann war sie nicht mehr so cool, ne? Sie kann springen gehen. Aber richtig von der Klippe, hä? Da. Oh, was haben wir denn hier? Ich hab nämlich wenig Damage gemacht. Mal ein bisschen. Oh ja, die machen wesentlich mehr Damage. Hier. Hau mal mit drauf, Jungs! Da. So, weg damit. Boss Time gleich. Oder oh, Le Boss. Hallo? Boah, wie viel Damage ich gekriegt? Das ist bestimmt Feuer, oder? 5% ist der Feuer. Oder nee, nicht Feuer. Feuer würde ich ja mehr Damage machen, weil dann ist ja Wasser. Boah, jetzt frisst der gerade richtig gut. Tschüss. Der Event war so nice, weil sie gezwungen war, selber Kram zu machen. Nur, ey, ja, voll wie hardcore die daneben schießt, ne? Ja, um das sozusagen, wenn du den Beweis sehen willst, bei mir brauche ich ja nur mal zurück ins Hauptkuli gehen, ne? Babs, komm einfach mal neue Typis. Oh, jetzt aktivieren wir den. Guck mal. Oh, wenn du zurück ins Hauptmenü gehen, dann siehst du es. Ich frag mich, was ich da wohl hab. Dann. Ich hab das nicht umsonst als Hintergrundbild, Mann. No.
Voll geil, ey, voll geil. Beim Shifty mit ihrem Minigun da. So geil. Interessant, ja, ne? Oder was haben wir noch so alles hier? vom Event. Voll Polis. Ist nicht mal mit ihr Penis auf die Füße gekommen, hat sie so gesagt, weil sie zwischen denen gequetscht wurde. Genau, die hier noch. Ja, schau mich mal an. Ich frag mich nur, warte mal, Waldschub, was für. Uff, so ein Gequetsch. Ohne Sound, aber leider. Genau, Rem hier. Okakugo, sagt sie nochmal. Dann sind wir wieder im Kreis gegangen, ne? Hast du eigentlich die Belohnung bekommen von Modernia? Da bin ich überfragt. Nehmt's Kind? Keine Ahnung, glaube nicht. Wir haben 15 Kristalle wieder. Darf ich einfach? Oh, ich darf! Guck mal, ich darf. Ich habe keine Ahnung, welchen. Hier kommt Master! Ich weiß nämlich auch noch nichts. Ich soll nicht in der Modernia Skin im Anniversary Event droppen, eventuell. So, was heißt SSR? Ich habe das letzte Mal Dings bekommen, Müll. Let's go! Naga! Let's go! Limit Break! Yo, let's go! Richtig geil! Ah ja, nur der Shirt mit dem Kommandanthemd und dem Plüschi. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich hab ja auch Moderni auch gar nicht, ne? Warte mal. Muss. Mal, wie viel Money habe ich? Ich hab 917. Alter Falle von dem anderen Dinger, ne? Mach alle mal immer Level up. Mada. Yo, Bro. Das hört sich voll lustig bei dir an. Nicht Naga, du doch nicht. Hier, Litera. Urishine. Ja. Gaude, es ist zu spät, ne? Ja, ich glaube auch. Hab ich aber auch und hab sie nicht wohl. Obwohl ich sie will. Modernia ist auch richtig gut, soweit ich weiß, ne? Aber Modernia. Ich glaube, was war ihre passive Fähigkeit? Die macht ja deine Burst-Fähigkeit, die Cooldown, schlechter, ne? Mal, kann ich noch jeweils einmal. Ja, sollte hinhauen. Warte mal. Oder? So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen sparen, damit ich alle Big Blood gründen. Ja, natürlich. Wegen auch nichts anderen, ne? Ja, ich spiele das Spiel ungefähr 2 Wochen und das ist bis jetzt so meine Ausbeute, ne? Vor allem, ich habe Rem schon auf Max Limit Buch gekriegt. Ich frage mich nicht wie, aber hey, ich nehm's, ne? Das war eine Umfrage, die Leute konnten zwischen 3 Skins wählen, welche sie kostenlos haben wollten. Und der im Hemd war der Sieger der Umfrage. Ah, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Oh, guck mal, jetzt ist schon alles auf, alle jetzt schon auf 108, ne? Aber cool, jetzt finde ich immer noch Schakal, ey. Ich bin wie ein Hund, sagt. Das ist was Gutes. Sieht so aus, Mann. Ich sehe doch nicht. Ich bin Vogelmann. Ja, genau. Erst ganz viel essen und dann ganz viel schießen. So, genau. Privat hier ist ja auch eine Stufe 3 Attacker, was auch noch relativ ganz gut ist. Da ich ja glaube. Ja, Privat hier. Dann nochmal Privat hier die Mate-Form. Crew, ja, Crew ist halt schlecht für Stufe 3. Wem hast du eigentlich Reformations. Oh, willst du mit. Was schätzt du denn? Was schätzt du denn, wenn ich drin hab? Na, noch kannst du raten. 3, 2, 1 und vorbei. Natürlich, die gute Guilty. Ich brauche noch ein paar Shotgun-Einheiten.
Und vor allem, die hatte auch eine relativ gute Wertung, was ich so gelesen habe. Und ja, sie gefällt mir auch vom Aussehen natürlich, ne? Deswegen, ja gut, ne? Die gute Kilti. Dauert aber noch eine ganze Weile. Guck mal hier, wir haben ja noch eine ganze Weile. Wir sind gerade mal mit Phase 3. Das dauert noch, das dauert noch. Bis wir die freigeschalten kriegen. Momentan habe ich ja auch immer mit dem Gravedigger zu kämpfen. Den kriege ich auch noch nicht tot, ne? Nicht wirklich, nicht wirklich. Dafür fehlt mir noch der Damage. So, Heimatstadt. Wir gehen noch ein bisschen weiter prüfen. Guck mal, warte mal. Ich bin mal gespannt, wie viel ist ein... I'm coming, sagt die Volume. Ich hab's drinne. Sinn. Irgendwie gefühlt nicht so wirklich gestiegen. Egal. Wahrscheinlich ist das eh nochmal mehr gestiegen durch... Raketo Bachi! War ein bisschen leise, oder? Das gute Hachi, der Wurm ist aber auch bescheiden. Ja, der Wurm ist wirklich bescheiden, ne? Ich hab's gehört, Angel, du hast es gefunden! Du hast es gefunden, aber es war ein bisschen leise, oder? Und schön, dass du reinschaust. Oh! Juhu, bleibt der Sound! Hä, du hast nichts, ich hab's gehört! Zugfieber, ich hab's gehört! Ich kann's ja noch mal ein bisschen lauter machen, warte mal, wo war das nochmal? Das hier. Nee, das ist nicht. Hier. Was? Da? Siehst du, da war's. Warte mal, ich hab's mal. So. Also ich hab's mal jetzt gerade eben nochmal in der Einstellung halt nochmal ein bisschen lauter gemacht. Mega leise ist! Ja, gut, ne? Zur Not muss ich da nochmal ein bisschen rumarbeiten. Nun muss ich da noch mal ein bisschen verstärken dann. Auf 100% Lautstärke, gerade mal gehört. Schweinerei, hä? Nee, eigentlich fand ich es am Anfang relativ laut. Wenn ich da noch mal kurz anmache. Das war nämlich der Test. So würde ich eigentlich sagen, ist es in Ordnung, wisst ihr? Es ist halt nicht zu laut und nicht zu leise. Es ist halt eigentlich direkt gut in der Mitte. Und normal bin ich bei 5%. Ja gut, 5%, ne? Das ist ja kein Wunder, dass du dich störst. Das ist ja kein Wunder, Mann. Schick mal wieder rein. Etwas leise wirkt's. Ja, du hast ja auch jeweils die andere Musik und von den Games und so hast du ja auch noch mit dazu. Keine. Ist wirklich leise. Aber ich weiß halt nicht, ob es jetzt schon aktualisiert hat, ne? Ah, das muss ich dann nochmal extra machen. Dann muss ich das, die MP3-Datei nochmal ein bisschen aktualisieren. Ich sage immer nochmal den Ton ein bisschen hoch machen, ein bisschen lauter machen. Den Shotgun. Und alles gut, bitte erstmal im Lurk-Modus. Jo, dann viel Spaß im Lurky. Schlimmste Sache am Modded. Oh Gott, wo schießen gerade hin? Ich hab gerade hingeguckt, ich hab gerade auf Chat geguckt und dabei geschossen. Weg damit! Schlimmste Sache an Modded Minecraft ist immer noch Microcrafting, okay? Ich habe keinen Plan, von was du redest, aber gut. Kannst du mal gerne erzählen. Jo, und ei, na dann, viel Spaß noch im Lurky. Ich habe nämlich gerade gedacht, weil bei mir seid ihr beide mit Angel zusammen mit Lieder. Deswegen habe ich gedacht, Angel hat es gerade geschrieben, deswegen war ich gerade wieder verwirrt. Rezepte, die Rezepte brauchen, die Rezepte. The fuck? Hört sich ja nach Altraum an. Hört sich ja nach Ultra-Altraum an. Bleibt so. Ach, warum? Ist es wirklich. Pfui, Mann. Und wie lange spielst du eigentlich schon Nikende? Schon seit Anfang an? Oder kennst du es nur und spielst nicht? Weiß, take the two. Haben wir geflogen? Oh, gut, tschüss. Au. Nicht wirklich, aber. So gut wie am Anfang an. Aber so anderthalb Jahre dann eventuell schon, ne? Wo bist du hin? Da ist er. Bist du wieder weg? Wo ist die Sau? Da ist die Sau! Und tschüss. Plus Free-to-Play ist ja mehr, also ich kann mich nicht beschweren, also ich bin Free-to-Play und krieg halt richtig krassen Scheiß. Kokomade. Also ich spiel's ja auch Free-to-Play.
Ich bin jetzt 2 Wochen dabei und habe schon richtig krassen Scheiß bekommen. Aber ich habe bei Shifter, bei Destiny Chat damals auch schon mega Glück gehabt, was das angeht, ne? Hi, hi, hi. Du hast auch die Devs in der Tasche, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, weil das kann ich nicht. Ich habe heute 2 Jahre lang kein Glück mehr in FGO gehabt. Wisst ihr, wie ich mich dann angekotzt hat? Ich komme hier in das Game rein und ich hier hasse. Nimm. Vor allem, dass ich jetzt gerade nochmal Naga gezogen habe, ne? Das ist die jetzt schon auch Unlimited Break auf 1 habe, ne? Das heißt, ja, mal gucken, wenn ich dann von wem noch mehr bekomme, weil Letera und Naga habe ich jetzt beide auf 1. Oh, Gegner! Oh, komm schon, alles! Du kannst ja wenigstens FGO zocken! Ach, stimmt ja. Ja gut, du hast ja auch das komische Amazon-Tablet, ne? Hast du das immer noch, das Kackding? Ne? Wir sind im Kreis gelaufen. Oh, das geile Amazon-Tablet, wo nichts funktioniert. Einfach im Kreis. Endloses Labyrinth, fuck. Na gut, ne? Oha. Tori, irgendwas angestellt. Was? Hat irgendwas angestellt? Ja, so viel Lack wie er hat. Ja, jetzt geht's los, Angel. Ja, da musst du wohl auch mitmachen. Komm auf eine E oder zieh mal. Ja, zieh mal, dann sehen wir mal, ob ich wirklich so lucky bin, einfach nur. Ey, Jurik zieht eigentlich auch ganz gute Sachen. Der hat zwar immer am Anfang nicht so viel, aber der hat eigentlich auch relativ gut gezogen. Ja, die bewegt sich. Ja gut, es ist, wenn es ein lebender Organismus ist, ne? まあできないことはないね。この場所全体がラプチャーの制御下にあるなら。オッケー。思ったより大物かもしれないな。あの職種といい、ここといい。 Bewegt sich immer mal? おかしいね。あ、wirklich。うん、おかしいわよ。ここまでする理由なんかないのに。 Frage. Die Sache ist, hatte mein Account ja auf dem Emulator am PC. Bloß mein Emulator hat Storage Error. Und hat der FTO runtergegangen. Das ist natürlich mistig, ne? Und seit ich mich erinnern kann, war das ja bei FTO. Du brauchtest ja diesen scheiß Code dann, ne? Wenn du deinen Account wechseln wolltest. Oder zumindest auf ein anderes Handy dann, ne? Ich weiß halt, beim iPhone brauchst du das nicht machen, weil das ja alles über dein eigenes Konto halt ist. Und damit, wenn du das Telefon wechselst und von iPhone zu iPhone wechselst, hast du ja immer noch deinen selben Account. Und damit merkt er sich das alles, was das angeht, ne? Aber hatte ich euch doch gesagt am Tag, wo es passiert ist? Wisst ihr, wie lange das her ist? Ey, Ente, wisst ihr, wie lange das her ist? Das ist schon wahrscheinlich schon über ein Jahr, oder? Ich weiß, 2! Ja, siehst du? Panikに陥れやすい方法ではあるから. こんな閉鎖的な場所へ偶然入ってくるニケたちのために、こんな規模の仕掛けを? 効率悪すぎない? Das funktioniert. ここは何? ヘレティックの破片を回収するためとはいえ、普通ここまでするかな? Das werden wir bestimmt dann noch rausfinden. それは考えにくい。何かあると見た方が妥当だね。うん。心当たりは全くないの？ないわ。ね。嫌な予感がするんだけど。心配するな。あ、こう、ディラプレスウィダー。ここにいるのはただの分隊ではない。そう、ガチュメクリフィルクリグン。ミシリスとエリシオンの最強分隊。はいはい。相手が誰であれ、絶対に勝利する。 Na gut, so gesehen sind sie ja stark, ne? So ist es nicht. Ich glaube, Vesti, das wäre so dein Spiegelbild hier so gefühlt, oder?
Bock getroffen, <笑>私もありますよ。最強のみが持つ自負心。私がどういう面で最強かというとですね。うん。うん、そう。あなた最強。うわ、うちのネオンは最強なの。すごい。アリス、Augen sagen was anderes。ありがとうございます。 これ から も 最強 として の 品格 を 守れ る よう に 頑張ります。 Alter, Neon. So, wir gehen mal durch das Teleporter-Ding. Oder Aufzug oder was auch immer. Oder wir schießen uns erstmal durch die Raptors durch. Da war ja was. Was soll das ist? Da kriegen wir es tot, bevor es ankommt. Ja, kriegen wir. Boom. Hi. Ach, richtig geil, nochmal eine Kopie von Naga bekommen. Hey, der Zählerzug war missig, aber hey, ne? Oh, Subquest. Nachher könnte nicht gesendet werden. Bitte! Gab Code! Danach, ich habe eine Störung! Wer auch immer der die gesendet hat, muss in einem Gebiet mit schwachem Signal sein. Ach echt? Brav lesen, Tori, was? Lies doch selber! Nur um sicher zu gehen, entschließe ich mich, bei den Koordinaten nachzusehen. Na dann. Was ist das? Kapitel 12 sogar. Mensch, das ist ja gleich hinter mir. Wie praktisch. 150 Kristalle. Ikeba. Ich lese doch immer brav. Oh, der Mist. Und der größte Mist ever, die Mission. Da klack. Bums waren so die haben einfach so schnell. So, jetzt muss ich auch wirklich nachladen, ne? Da. Stopp, Alter. Oh, weggebums. Ja, Tobi und Lays, no way. Oh, Tobi, nice. Schön Button Physics, ne? No, nice, ey. Wie gesagt, ich bin da jetzt erst mit dem Rennen oder allgemein den Re:Zero-Event reingekommen. Das ist allgemein ein Wunder, dass ich überhaupt Rem auf Max Limit Break bekommen habe. Aber die macht halt auch momentan halt so viel kranken Schaden, ne? Das Geile ist, in PvP ist hier ja nicht mehr wirklich stark, ne? Aber meine Rennen dadurch einfach nur, weil ich die halt jetzt schon so hoch habe. Die zieht einmal durch, du hörst und siehst du, wie die einen nach dem anderen bei den Gegnern einfach umfallen im PvP-Team. Das ist so geil. Die fallen einfach nur um. So tot. Habt ihr Emilia und die Forster, Ram. Ram und Ram sind das ja. Ich habe ja Emilia auf plus 1. Witzigerweise auch. Aber ich habe zwar überlegt, ob ich nochmal auf Emilia ziehen werde, aber habe mir so überlegt, na, es waren nur über 2 Tage, wo es noch Zeit war. Und ich mir so, ne, bringt es auch nicht. In Zug hätte ich da vielleicht noch hingekriegt und da die Chance, die dann voll zu machen, denke ich mir, nee, da spare ich lieber aufs Anniversary-Event.
Weil dann soll ja dann, glaube ich, Crown kommen oder irgendwas, ne? Pilgrim, ich brauche halt mehr Pilgrims, ne? Aber auch die ist Hausfrau. Die habe ich auch in meiner Wunschliste. Die habe ich auch in meiner. Die Vive habe ich auch in meiner Wunschliste. Gute. Adada. Drei Pilgrims! Ich habe bis jetzt nur Noah. Die habe ich ziemlich sogar zeitlich bekommen. Aber. Aber ansonsten fehlen mir halt noch so einige. Damit mit einer Pilgrim habe ich auch null Chance, überhaupt den Turm zu machen. Deswegen hoffe ich dann, wenn es soweit ist, dass dann halt auch die Pilgrims, das Banner sozusagen verstärkt ist. Also mehr Chance auf andere Pilgrims auch noch. Dass ich da auch eventuell noch ein paar verschiedene ziehe. Das ist meine Hoffnung so ein bisschen. Meine kleine. Warum immer dieses 2-Minuten-Ding? Ich hasse das wie die Pest. Ich hasse das 2-Minuten-Ding wie die Pest. Bap, bap, bap. Ich vorgelaufen. Modalimas. Na komm nochmal welche. Möchtest du mal wissen? Willst du wissen, ne? Oh, nice. Noch einmal. Ja, die Master. Okage des. Oh, das Game ist schon echt geil. Wie gesagt, ich habe ja schon meine Playlist jetzt, die ich mir immer nebenbei reinziehe. Dann 56 Titel nur alleine von Nickel. Richtig geil. Ich muss ehrlich sagen, auch Nils, der Soundtrack ist halt auch richtig, richtig geil. Da habe ich auch ein paar. Stufe 1 und 2 habe ich geschafft gekriegt. Stufe 3 mit 16 Millionen. Nope. Keine. Das habe ich erst gar nicht versucht. Weil ich nicht wusste, dass ich da keinen Stich sehen werde. Wusste ich sofort. Nope. Brrr, aber richtig. Brrr. Ja, rennt sie durch, ne? Hast du schon Lovely Lonely Cat gehört? Sagt mir gerade gar nichts. Sagt mir überhaupt gerade gar nichts. Au! Oh, das hat weh, ey! Nun, Erstmal hochheilen, ey. Yeah, erzähl mir mehr! Oh, kannst du mal, danke. Ja, ja, ich bin eben da vorne, ne? Nope. Ich werde auf das Vieh halten. Tschüss. Hey, Leute, ich habe eigentlich auf Dings gedrückt, aber egal. Oh, wieso bist du da von vorne gespawnt? Bist du da von vorne gespawnt? Nice. Und weg da. Oh, das gab mir mal richtig aufgeräumt. War vorne im Event, jetzt haben es gleich geschafft. So, jetzt kann ich machen. War vorne im Event, nee, Anfang, ich glaube, der Song ist im Raum von dir, im Plattenspieler. Kann ich ja gleich mal gucken. Alles möglich. Oha, seht euch all die Trümmer an. Hier fand während der ersten Version eine erbitterte Schlacht statt. Wir werden hier wohl kaum Überlebende finden. Manant, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Abby hält ein Gerät hoch, das noch immer leuchtet. Ein Handy, aber es ist sehr alt. Oha, wie alt ist der Klopper denn bitte? Bestimmt 50 Jahre oder sogar noch älter? Warum funktioniert das noch? Gute Frage. Vielleicht ist es besessen? Hey, sag so etwas nicht. Davon kriege ich eine Gänsehaut. Kommandant, schau dir den Bildschirm an. Es muss eine Art Hinweis sein. Der Text auf dem antiquierten Bildschirm lässt sich schwer entschlüsseln, aber ich sehe mehrere Nachrichten. Lese die angezeigten Nachrichten. Jade, erbitte Unterstützung. Koordinaten lauten. Okay, das da wohl genau. Bitte sofortige Unterstützung. Wiederhole. Warte mal. Sind das nicht die gleichen Nachrichten, die du erhalten hast? Oha, ein Geist! Waren die nicht in einer seltsamen Sprache?
Hier sind noch lesbar. Damit Syrin mit Mihara, was Syrin mit Mihara gemacht hat, hat sich schon auf meine Shitlist gepackt, ja. Das ist halt, was die mit ihren Nikes da macht, das ist allgemein so, ne? Hey, Einstein, die Nachrichten könnten bei der Übertragung verstümmelt worden sein. Sieh genau hin, alle Koordinaten, Zahlen und Buchstaben passen. Darüber hinaus wurden sie an die Nummer des Kommandanten gesendet. Moment. Das Datum ist seltsam. Seht euch das an. Das heutige Datum wird angezeigt. Wir sind mehrere Jahrzehnte alt. Protokoll soll sich das mal ansehen. Was auch immer es mit dem abgedrehten Handy auf sich hat. Ich will es gar nicht wissen. Oh, warte, lieber, es trinkt gerade meinen Hals. Der bringt mich noch um. Hier bin ich da. Oh Gott, das ist weg. No! Er war schon weg. Oh Gott, das war aber nur durch einen Hals. Der hat richtig hart Goldkratz. Warte mal, ich guck mal. Ist das ein komplettes Album? Das Lovely Lonely Cat? Mal erstmal die Belohnung holen. Oh, wir haben eine ganze Menge Belohnung! Danke, dass du unser nettes kleines Rätsel gebracht hast. Als Dankeschön haben Novel und ich dir ein Geschenk besorgt. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, das alte Handy zu analysieren. Habt ihr etwas gefunden? Ja, wir haben alles rausgeholt, was uns möglich war. Zunächst einmal heißt die Besitzerin des Handys Jade Hansen. Sie war Soldatin während der ersten Invasion. Sie ist seit einem Einsatz verschollen und lange Zeit hat man nichts mehr von ihr gehört. Allerdings lebt ihr Sohn noch und wohnt aktuell in der Arche, also könnte ich ihn kontaktieren. Wann wurden die Nachrichten tatsächlich versendet? Hier wird es interessant. Sie wurden versendet, während Jade im aktiven Dienst war. Zu diesem Zeitpunkt verhinderte die Alva-Partikel jegliche Kommunikation zwischen Verbündeten. Ich schätze, sie wurden von ihrer Truppe getrennt. Und hat verzweifelte Notrufe mit ihrem Handy versendet. Zufällig hat dein Handy eine dieser Nachrichten empfangen. Jedenfalls lautet so meine Hypothese. Aber wie ist das möglich? Ich bin selbst ziemlich verblüfft darüber. Meine Vermutung ist, dass die Konstitution der Alpha-Partikel irgendwie nachgelassen hat. Damit konnten die Nachrichten zu einem späteren Zeitpunkt endlich durchkommen. So lautet die Theorie, aber eigentlich ist das praktisch unmöglich. Ich werde es mir auf jeden Fall weiter ansehen. Dann mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Bisher lautet die vorherrschende Vermutung, dass es von irgendeinem Wesen besessen war. Was für eine tragische Geschichte. Oh, Grusel, Grusel! Absolut. Aber denk nicht zu viel drüber nach. Aber auch verbuche es einfach als interessantes Erlebnis. Wir sehen uns. Es gibt ganz viele Geschenke, ne? Klack, oh, neue! Es ist zwar nicht viel, aber hier ist deine Belohnung. Ich kann dir gar nicht genug danken. Obwohl ich mich ganz gut mit den Früchten der Oberfläche auskenne, sind diese hier mir völlig unbekannt. Ich muss mich erstmal über sie schlau machen. Ist irgendwas Erwähnenswertes passiert? Ich habe eine Kuh gesehen! Eine Kuh! Ich kenne Bilder von ihnen aus Büchern. Oh, wie ich dich beneide. Wie sah sie aus? Die war ziemlich groß, auch recht niedlich. Wow, das ist unglaublich. Eines Tages werde ich selbst an die Oberfläche gehen, um die ganze Flora und Fauna zu bewundern. Aber gut, wir bleiben in Kontakt. Weg damit. Oh, warte. Oh, jetzt. Wieso juckt das Ohr jetzt? Oh Gott. Oh. Zück, das verfluchte Ohr. Gimme, gimme. Och, noch mehr Sei, wir kriegen wieder richtig Haufen. Danke, Kommandant. Ich bin Rome. Nummer Ken, 51. Oberflächenroboter zum Sammeln von Artefakten. Was für Artefakte? Artefakte von Menschen vor Flucht in den Untergrund. Finde und lege in Behälter. Suche Oberfläche nach Artefakten ab. Behälter und Artefakte sicher, dank euch. Schön, euch zu sehen nach langer Zeit. Das war knapp. Schulde euch etwas. Gehen wir mal zusammen Artefakte suchen? Sicher doch. Ist das ein Date mit einem Robo? Hoffe, ihr findet auch welche. Bis dann. Das ist ein Robo-Date. Spade, hä? Gimme. Oh, wie schade. Du hast die Werte verloren. Buhu.
Aber dafür hast du eine Nike in die Arche gebracht. Dafür kriegst du eine kleine Belohnung. Damit ist deine Wette mit mir vorbei. Aber es wird bestimmt ein nächstes Mal geben. Was willst du mit all dem bezwecken? Wie bitte? Ich verstehe deine Frage nicht. Ich bin nicht der hellste, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja gut. Die Wahrscheinlichkeit, einen zufälligen Koordinaten auf eine Nike zu stoßen, geht gegen null. Na, dann bist du ein richtiger kleiner Glückspilz. Findest du nicht? Falls du in Zukunft auf deine Nike in Not triffst, kannst du das auch einfach melden. Aber die meisten ignorieren mich dann einfach. Zumindest könnte ich mir das vorstellen. Haha, vergiss es lieber, was ich gesagt habe. Das reicht erstmal. Bis zu unserer nächsten Wette. Genie. Und noch ein Subquest zum Lesen, ey. Wow, ich kann es kaum glauben. Ihr habt wirklich eins mitgebracht. Die sollen ja echt schwer zu finden sein. Was hast du jetzt damit vor? Mit dem Kleeblatt? Nun, ich habe nicht viele Freunde. Eigentlich habe ich gar keine Freunde. Aber da vierbrettige Kleeblätter Glück bringen sollen, kann es mir vielleicht irgendwie dabei helfen, welche zu finden. Du willst einen Freund finden? Ja, jemand, mit dem ich Zeit verbringen kann. Mal etwas essen gehen und so. Wir können doch Freunde sein. Hm? Wirklich? Von jetzt an kannst du mich als deinen Freund betrachten. Ernsthaft? Wow, dieses fieberige Kleber bringt ja wirklich Glück. Danke, dass du mein erster Freund bist. Es war großes Glück, dich zu treffen, getroffen zu haben, Kommandant. Ich danke dir aufrichtig. Hey, wie knuffig, Mann. Ja, boah, drei neue. Hallo, Kommandant, ich arbeite im Reparaturzentrum. Hast du vielleicht eine Minute? Sicher. Perfekt. Könnte ich dich vielleicht um einen Gefallen bitten? Was schwebt dir denn vor? Weißt du, was das Reparaturzentrum ist? Lad Krankenhaus! Ich bin immer noch pissy, dass ich Elec nicht... Oh, Elec! Elec habe ich aber auch noch nicht, ne? Aber Angel hat Elec! Oder? Nee, falsch! Flo! Flo! Angel spielt ja noch gar nicht. Spiel! Angel! Du musst doch Nike spielen! Let's go! Installiert! Und zwar jetzt! Ich hab's gecallt, jetzt musst du auch Elec ziehen! Das ist ein Krankenhaus extra für Nike, um genau zu sein. Dort warten wir sie, du weißt schon, Reparaturen durchführen, Teile auswechseln und so weiter. Manchmal versenden wir auch Teile für Operationen an Menschen verwendet werden. Aber genug von Reparaturzentrum, du solltest zur Sache kommen. Aktuell benötigen wir dringend Nike-Teile der zweiten Generation. Eine Bestellung für Operationen an Menschen ist eingetroffen und die können wir nicht ablehnen. Zumindest könnten wir uns das angesichts der aktuellen Lage nicht leisten. Ich darf aus Sicherheitsgründen nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber könntest du uns eventuell aushelfen? Klar, kein Problem. Was soll ich machen? Nike installieren und du musst Elec ziehen. Aktuell benötigen wir Arm- und Beinteile der zweiten Generation, die mit Drucksensoren ausgestattet sind. Die Sensoren der zweiten Generation ähneln stark menschlichen Nervengewebe. Warum gibt es in Krankenhäusern auf der Oberfläche nicht Geteile? Ganz einfach, weil auch dort Operationen durchgeführt wurden. Was für Operationen? Als jemand einen Arm oder ein Bein verloren hat, haben wir Nike-Teile der zweiten Generation als vorübergehende Prothese eingesetzt. Was Zeitaufwand und Kosten angeht, war das die beste Option. Nee, danke! Wird das sowieso nur für ein paar Tage oder eine Woche zocken und dann aufhören? Braucht mehr Abwechslung bei Games! Die Sau! Die hat keinen Bock! Auch wenn das Krankenhaus inzwischen verlassen ist. Nur rein für den Fanservice fühle ich es auch nicht. Was? Keine Anime-Bubas? Pfui. Sollten doch ein paar Teile rumliegen. Du könntest an der Oberfläche gehen und diese Teile mit Drucksensoren beschaffen. Ei, ei. So. Musikfan, hallo? Wenn ein großer Musikliebhaberin, die auf Musik der vergangenen Jahrhunderte steht. Gibt doch genug von überall! Ja, hey. Aber... wo hast du Syrien, die dich versucht umzubringen, während du versuchst, mit deinen Partnerin Bubas durchzudrehen oder so, keine Ahnung. Hast du auch nicht überall, ne? Ich habe ein Problem. Ich hoffe, dass jemand von deinem Kaliber mir dabei aushelfen kann oder helfen kann. Worum geht's? Mein Musiklehrer ist in die Jahre gekommen. In seiner Zeit an der Oberfläche hat er mehr Sonnenaufgänge und Untergänge gesehen, als es Sterne am Himmel gibt. Dabei hat er immer Musik gespielt, die schnell verklungen war.
Doch all die vielen Jahre sind nicht spurlos an ihm vorübergezogen. Seine Beine sind nicht mehr das, was sie mal waren. Als sein Protégé schmerzt es mich, ihn so zu sehen. Könntest du ihm helfen, wieder laufen zu lernen? Was genau erwartest du von mir? Du kannst das alles Julia überlassen. Und bitte bring meinen Lehrer an die Oberfläche, weil er ihre Musik gespielt hat. Das kann ich machen. Okay, einfach so. Gefährlich, hä? Hallo, schöner Traum. Ich bin Reverie und überbringe alle Nachrichten, Liebe und Träume. Bist du der Kommandant? Nein. Der die Hoffnung und Träume all jener trägt, die ihm eine Aufgabe anvertrauen? So weit würde ich vielleicht nicht gehen. Ach komm schon, keine falsche Zurückhaltung. Vielleicht ist es dir selbst nicht bewusst, aber ich kenne deine wahre Identität als Traumschützer. Okay, und was genau willst du? Oh, richtig. Ich quassel immer so zu viel, wenn ich mich vorstelle. Jeder weiß, dass man sein Publikum in Scharen verliert, wenn man nicht zum Punkt kommt. Aber niemand ist perfekt. Willst du mich nicht mal um etwas bitten? Ja, ne? Oha, warum die Eile? Du bist nicht gerade das, was ich mir unter einem heldenhaften Protagonisten vorstelle. Ja, nicht. Hast du nicht selber gesagt, dass du zum Punkt kommen willst? Allerdings hast du auch eine gewisse Anziehungskraft. Gut, wir sind hier fertig. Nur eine Minute, bitte! Bitte, es ist sehr, sehr einfach. Diese armen Seelen in der Höllenlandschaft über uns um ihr Leben kämpfen. Sie haben alles, was ich will. Leidenschaft, Brutalität, Energie, Action! Davon werde ich etwas einfangen. Wir sollen für dich filmen? Genau. Du und die Niki, die gemeinsam für die Menschheit streiten. In einem Kampf um die Rückeroberung der Oberfläche. Leben, Tod, Leidenschaft. Und ein Hauch Romantik. Jetzt geht's los. Was will man mehr? Wofür brauchst du die Aufnahme? Die wären perfekt für die neue Serie, die ich produziere. Eine Fernsehserie? Ja, die wird der Brenner. Der handelt von einem frisch gewachsenen Kommandanten und einer erfahrenen Truppe von Nike, die an der Oberfläche um ihr Überleben kämpfen. Natürlich kommt auch die ein oder andere Romanze darin vor. Das Konzept mag zwar nicht unbedingt originell sein, aber jede andere Serie bisher hat alle Kampfszenen fingiert. Und das mit mittelmäßigen Computeranimationen, die das Publikum kalt lassen. Die Oberfläche unserer Heimat ist komplett verloren, doch sie bleibt auf ewig in unserer Erinnerung gehalten. Das war alles, was sie sich je erträumt hätte. Von diesen kitschigen Drehbüchern kriegt das Kotzen. Aber bei mir läuft das anders. Ich bin nicht wie diese drittklassigen Schreiberlinge. Ich setze meine Zuschauer keinen schlampigen, effektüberladenen Kampfszenen vor. Um das zu erreichen, muss ich natürlich das wahre Geschehen filmen. Dazu habe ich nur leider keine Befugnis. Also muss ich improvisieren. Wenn ich nicht selbst an die Oberfläche kann, muss ich jemanden schicken. Kommandant, meine Hoffnungen und Träume liegen in deiner Hand. Wirst du mir helfen? Krieg jetzt keinen Spaß! Wenn ich nur Syren höre, bekomme ich den Reiz, durch den kompletten Schnittpunkt zu treten! Ach, ich weiß doch gar nicht, was du hast. Aber warum sollte man ihn vor allen sogar Erwachsenen verschleiern? Verdienen sie nicht zu erfahren, wie Krieg wirklich ist? Da ist was dran! Freut mich, dass du mich langsam verstehst. Es ist der Zeitpunkt, sich zu entscheiden. Wirst du... Hi, hi, hi. Du bist wirklich der Traumschützer. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Vergiss absolut niemals. Wir empfehlen dich und die Nike immer zusammen im Bild zu haben. Verstanden? Mich? Natürlich, das ist absolut essentiell. Das können wir es gleich vergessen. Hi, hi. In Ordnung, ich warte so lange. Du meinst diese Stimme? Hallo? Hey? Die? So, eine Kampagne? Genau die! Ich brauche eine Kristalle. Ah, voll geil. Also, sind wir hier?
um Kampfszenen zu filmen, die einer Fernsehserie als Vorlage dienen? Als Vorlage? Ich dachte, wir kommen selbst drin vor. Sehen wir aus wie Schauspielerin? Sei nicht albern. Ach man, wie enttäuschend. Kommandant, wir können uns problemlos selbst beim Kämpfen filmen. Ist es nicht riskant, wenn du auch dabei bist? Hätte das für ein eklatantes Sicherheitsrisiko. Ich komme schon klar! Reveries Ideen mögen etwas exzentrisch sein, aber sie sind schon trotzdem machbar. Exzentrisch? Nun, wenn du das zutraust, können wir loslegen. Appian sendet eine Drohne, um ein paar Aufnahmen zu machen. Wir warten deine Befehle, Kommandant. Was nehmen wir? Was nehmen wir? 1-2, 1-2, 1-2! Verschrottet die Raptors da vorne! Kurz und knackig, oder? Tötet sie alle! Machete kills again! Warum sagst du nicht so aus? Das klingt so bescheuert! Ich glaube, ich habe Lampenfieber! Also gut, Leute, konzentriert euch! Und Action! Let's go! Ashaijo! Da rein, die kleinen Viecher! Die vorne, die kleinen! Welche kleinen? Die spawnen, sterben, mein. Oh, Schildtyp, der kommt dir eh vor. So, Munition alle nachladen. Booms! Wecke Booms hier, ey. Oh, da kommt noch mehr auf. Kaum. Wie niedlich! Ich komme gar nicht großartig zum Schießen. Hallo? Ah, da kommen wir mal vor. Da ist er, die Sau! Ich sag mal noch ein bisschen nach. Oh. Mensch, gerade wo ich nachgeladen habe. Oh, der Elfer ab. Sprech. Hi, hi. So. Laps, weg damit. So, einen haben wir noch. Demas. Ikeba, aber richtig. War gleich noch kämpfen oder? Sieht nach Kampf aus, oder? Direkt. Ja. Gambarimasho. So, schon tot. Da kommt noch mehr Kleine. Oh, Schildi. Schildi, die Schildkröte. Laps. Bin sie gleich tot gegangen jetzt, ey. Oh, hallo? Weg! Rata, 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 ich stirb so schnell, ne? Aber Boss-Time ist gleich da. Da sind sie auch wieder! Komm! Laps! Bam, 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 beep! Bam, 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 bam. Perfekt, ne? Volume in ihre Physics, ne? Sidequest. Gimme Schenke. Na, was du denn? Sieht bisschen aus wie eine Pfeife. Ich habe die Aufzeichnung erhalten. Sie sind absolut fabelhaft. Und das gibt es im Fernsehen noch nicht. Und vor allem hast du vor der Kamera eine tolle Figur abgegeben, Kommandant. Sehr schneidig, wie du Befehle erteilst. Man spürt auch richtig die Verbundenheit zwischen dir und deiner Nike. Das nenne ich mal wahrer Realismus. Das Leben ist nicht immer nur düster, weißt du? Hast du gesagt, ich wäre schneidig? Ich kann dir nicht genug danken, Kommandant. Kennst du Mustang, den CEO von Tetraline? Ja. Ja. Ich habe den größten Respekt vor ihm. Der gute Mustang! Ich habe leider keine Volume, nur Aria! Aria? War das der Tank? War das dieser super Überlebensfähigkeitsding? War das die Aria? Ich glaube, das war die Aria, oder? Jedenfalls stammt von ihm ein Zitat, das mir sehr gefällt. Wie lautet das? Schwarz-Weiß! Ah, nee, okay, dann war es nicht. Ja, oder ich weiß jetzt, wen du meinst. Alle Mädchen sollen erstrahlen. Alle Nike sollen Stars sein. Sicher, all diese verstaubten Dokumentarfilme präsentieren einem die Fakten, aber sie lassen einen nichts über die Nike empfinden.
diese langweiligen Filmtechniken fremden einen eher von den Nike, wodurch das Publikum sich nicht mit ihren Problemen identifizieren kann. Daher möchte ich die Branche etwas aufmischen. Alles schön und simpel. Gute altmodische Liebesgeschichten mit der Oberfläche als ausgefallene Kulisse. Es weckt auf jeden Fall die Emotion des Publikums und lässt sie mit diesen Göttinnen mitfiebern, die an der Oberfläche für uns kämpfen. Ich will die Nike nahbarer erscheinen lassen. Das Publikum soll sich mit ihnen identifizieren können. Und setzt du dich so für Nike ein? Wie gesagt, jede Nike kann und sollte ein Star sein. Der Einzige, der die Genialität meiner Drehbücher erkennt, die einzige Person, die man tatsächlich als kultiviert bezeichnen kann, ist Zero von Tetraline. Mustang! Aber richtig der gute Mustang. Aber gut, ich denke, ich habe alles gesagt. Muss dich jetzt verlassen und in die grausame, kraftzehrende Welt des Schreibens zurückkehren. Du hast ja eigentlich heute einen großen Dienst erwiesen. Mit diesem großartigen Material werde ich ein neues Zeitalter der Kreativität einläutern. Eine Renaissance der Filmkunst. Mustang ist Peak! Auch richtig, ey. Der gute Mustang. Vor allem wie für die scheiß Karte tanzen musste, ne? Danke. Dir noch einen schönen Tag. Ich finde das geil, dass das ja auch witzigerweise der Sprecher von ReZero ist ja da auch mit bei. Entertainment Tour! Aber richtig, ey. Oh, wait. Ja? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht! Wir kämpfen erstmal. Oh, jetzt sind die Viecher platt. Naja, muss sagen, ja. Ich sag mal, die japanische Stimme, der Sprecher, der passt halt so gut zu dem Move, ne? Hi. Einfach mal frei halten hier! Du kommst jetzt gar nicht rein, Junge! Wollen wir nachladen? Blablablablablab. Achso, ich muss immer schießen, ne? Ja, von Vorteil. Aus da! Aus mit meinen Dingern! Alter, hallo? Ja, gut, schon gewonnen. Die sind immer schön kurz und knackig, die Mission. Gokomade. Die gute Naga. Klaps. Ich bin doch gerade dreimal vorbeigelaufen. Weltuntergangsbuch. Ein Apostel wird geboren. Der Mensch. Ja, das muss ich wirklich noch ein bisschen anpassen. Das muss ich lauter machen. Das hörst du kaum mit der Musik zusammen. Das hat sie. Rocketto Panche. Das muss ich noch neu machen. Ich hab's schon auf 100% jetzt. Aber zusammen mit der Hintergrundmusik, das hörst du so gut wie kaum. Außer, dass du es wenigstens gehört. Also ich hab's auf jeden Fall gehört, aber es ist zu leise. Ja, 500% lauter! Ja, ne? Das ist halt nur ein bisschen leise. Aber hey, der Mensch ficht das jüngste Gericht an. Er verlässt sich auf das Lamm Gottes und begeht böse Taten ohne Reue. Doch Gott ist duldsam und gütig. Er schafft neues Fleisch, das Böse des Menschen, Gottes Kind. Der neue Apostel, er steht auf. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nichts gehört! Also ich hab's gehört, witzigerweise. Aber nee, es ist halt echt leise. I'm coming. Also ich muss halt die MP3-Datei dann nochmal ins Shotcut hauen und dann nochmal ein bisschen verstärken. Und dann denke mal, sollte es das gefixt sein. Aber das mache ich dann später. Weil so leise hat sich das nämlich nicht anhört.
wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist sogar noch ein bisschen laut. Aber irgendwie ist die Übersetzung halt sehr leise irgendwie. Du bist schon gefreut, warte mal hier, oder zwei von den Dingern. Klaps. Gott, du Matete. Grüß, Junge, grüß! So, leck mir die... Oh, der Typ ist ja auch noch so, nachladen. Abschuss! Schafft ihr das überhaupt noch? Ja, guck mal, ja. Am Ende wollte ich es nochmal wissen. Aber nicht wirklich dolle, ne? Kokomade. Wieder mehr blaue Sachen zum Mitnehmen. Blaps. Die schnappen uns auch noch hier oben. Schön wegklopfen hier, die Typis. Also wenn der Pilgrim-Turm nervt, ich kann ihn noch gar nicht starten. Aber bei der Ente kann ich mir vor... Och, nicht der Mist, ey. Dass du auch schon so einige Pilgrims hast. Ich habe ja bis jetzt nur eine, ne? Ich hab Noah halt, das war's. Ey, der hat mich angehaucht. Pech. Donut, Alter! Schäm mich doch nicht so, Mann! Ophelia! Ich muss mich konzentrieren, guck mal, was hier kommt! Alter, Falter, ey! Bin mir halt eingeschissen! Oh, was ist denn da? Was ist da? Das ist ja eine volle Welle! Nee, Ophelia, immer wieder gerne! Schön, dass du reinschaust und ich hoffe, du hast auch einen schönen, entspannten Nachmittag! Was hast du bisher so schönes getrieben? Mal hier, Alter! So, nachladen. Klar, dass da so viele war, so ins Sound kommt, ja, ne? Intermission. Ja, ich habe jetzt gerade den neuen Sound Hachi drin, ne? Aber das Problem ist halt, der ist so ein bisschen leise. So ein bisschen sehr leise. Hallo? Geh doch einfach durch! Okay, sind weg. Warte mal. Au, ey, die nehmen wir schon. Okay, so gut. Wieder dazu, und tschüss. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich glaube auch, Kamoni. Ja, ich bin auch noch am Anfang. Ich habe ja vielleicht gerade mal vier von den... Nee, ich habe nicht mal vier. Ich habe drei von den Würfeln. Ja, drei Würfel habe ich. Das war's. So, schon ransuchen. Und gewonnen schon. Ich weiß ja, Rem, sollst du auf jeden Fall auf Munition bauen, ne? Ich habe bei ihm gesehen, der hat über 700 Schuss drin. Bevor er nachladen muss, ist über das Doppeln. Das ist richtig krass. Laps, weg damit. Laps. Bang, bang, aber richtig, ey. Itte miru. Naja, geht schon wieder Alarm los. Alter, was? Die halten schon irgendwie was aus, die Gegner jetzt, ne? Was? Weg damit! Ja, den hinten noch. Oh, alter Fall da hin. Jetzt geht er. Flaps! Ja, der Bede rüber, der war. Fuck, was hat denn hier? Bede rüber, was aus? Ja, hallo, Scarlet hat 20 Capacity und Maschinen gewissen. Der Hut, ne? Oh, hier ist doch, oh Gott, weder ziemlich okay. Oder auch nicht. Ich glaube, schneller als gedacht. Aber meine krassen Damage-Dealer sind ja immer noch, Drem jetzt momentan und Emilia. Was die an Damage rücken, das ist einfach unnormal, ne? Homs. Back. Für Nachladen hier. Bap. Minigun, die Minigun geht richtig ab, noch 20 Sekunden. Junge, Fuß! Boom! Ist nicht viel mit. Was? Da ist nicht viel mit Schießen! Ja, gut, ne? Junge, okay. Fuß! Das sind eh nur 4 Sekunden. Das schafft er eh nicht mehr! Da. Okay, vorbei. Ich lade alle 4 Sekunden nach! The fuck? Lol. Lila! Ich habe Lila-Helmchen bekommen! Lot-Helmchen! Let's go, davon brauche ich echt noch ein paar mehr. Blaps! Nein. Ja, ich komme hier schon.
Aber nicht so, wie Volume es gerne hätte, ne? Ikeba. Ich hab da gerade was zum Aufsammeln gesehen. Sochelino. Zweiter Helm! Bei mir ist es der dritte sogar, witzigerweise. Ich glaube, es könnte der dritte sein. Kaidima Show! Radarada! Da kommen noch ein paar mehr, hä? Von der sieht's noch aus. Oder auch nicht! Klack, 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 klack. Tschüss. Ach, das sind ja die Selbstmordeinheiten, ne? Selbstmordeinheiten sind richtig eklig. Ja, gut, ne? Und ein Haar. Ja, die gute Einer, ne? Babs. Hast du eigentlich schon mal mein Team oder weißt du, was ich allgemein so an... Obwohl, ich war erst drinnen, ne? Wo ich Naga. Ich habe ja Naga abgegradet, das hast du ja kurz gesehen, ne? Was ich so an Leutchen hab. Die gute, Unha. Unha wird sehr ausgesprochen, beziehungsweise. Koreanisch halt, ne? Wusstest du eigentlich, dass Shift Up auch, Stellar Blade entwickelt hat? Kaidima Show, aber richtig danach dann. Gut. Platte Hals! Und dann geht's heim! Oder so. Eigentlich bin ich ja zu Hause, aber erzähl uns noch kein weiter, ne? Weg damit! Ja gut, ein bisschen verhunzt wieder das Riesending. Aber richtig. Ich denke mal später, wenn ich dann... Dann lasse ich da wahrscheinlich Auto aus. Und steuer sozusagen... Mit der Tastatur dann die Spezialfähigkeiten, da kann man das dann bei Bossgegnern und was jetzt nicht alles dann wesentlich besser auch steuern. Aber jetzt mag zwar Auto so teilweise noch ein bisschen funktionieren, aber so später schwierig, schätze ich mal. Später musst du mit der Taktik rangehen. Mach ich jetzt schon! Ja gut, ich weiß ja gar nicht, wie weit du bist. Nani? Echt? Ah, so. Sinnpai schneide. Jissai ni ugoite iru kara. Okay. Zahyou wa kotei sarete imashite. Jissai, minasan wa genzai no ichi kara mattaku ugoite imasen. Das heißt, die Umgebung bewegt sich um mich herum? Nicht so weit wie du, weil ich lazy bin, was? Ja gut. Ich, so gesehen, die Story mache ich auch nur weiter, wenn ich streame halt, ne? Und sonst mache ich auch die normale Kampagne auch nicht weiter, ne? Aber das heißt wohl, ich habe eine ganze Menge jetzt mal eingehauen im Stream, hä? Hab mich auf die Events fokussiert. Ja, die Events sind doch schon immer ganz nice. Kaufst du dir eigentlich für die Kristalle diese extra Angriffe dann, für dass du halt wiederholen kannst eigentlich? Oder lässt du das auch komplett sein? Und die Frage ist zum Beispiel bei den Challenge-Tickets, ich glaube, habe ich das überhaupt gefragt schon mal jemanden oder ich glaube noch nicht. Wenn du dir zum Beispiel hier deine Tickets, du hast hier immer 5 von 5 und bei Challenge-Tickets hast du ja immer 1 von 1. Wenn du die nicht benutzt, stacken die sich hochwärts, dass du dann mehrere hast oder kriegst du dann einfach gar nichts? Doshimashou. Nicht mit mir auf viele, ich habe genau gerade auf den Chat geguckt. Das musst du dir halt schon mal ein bisschen besser überlegen, ne? Hat sie vertimt. Soweit ich weiß, deckt sich das leider nicht. Na, ich hab's mir nicht schon gedacht. Menu! Das hab ich mir nicht schon gedacht, deswegen hab ich's jetzt immer also vermieden. And hey Shell, how's it going? Nice to see you. I hope for a great afternoon. Hope you had a great day. What did you do? So viele Bots hier! Ich weiß von nichts! Ich weiß von nichts! Ah, du weißt, je mehr, desto besser, ne? Vermutlich. Genau, einfach durch! Augen zu, Kopf durch! Ach was!
退却はしない。同感だ。さあ。それは 100% の作戦成功率を守るためかしら。そうだ。それは私たちの矜持のようなものだから。だから話をまとめると、スキャンもできない、パターンの把握もできてない、リアルタイムで変わる背景を突破して、Yep. ヘレティックの破片を回収する、そういうこと？はいはい。ちょっと頭が良くなったようだな。Revenge. 最強の分隊と一緒にという言葉が抜けたか。そうだ。Gut, das wäre sehr auf den Punkt gebracht, ne? 完璧な作戦ね。Ey, alles, Mann. Chicken! Ey, alles Blick jedes Mal. Ich finde die so geil, Mann. Alles ist richtig top. Ich muss ehrlich sagen, aus der gesamten Main-Truppe mag ich alles am liebsten, ey. Yomi への道? 私のヒーローセンサーが反応している。道がわかる気がする。Ich glaube auch. まさかあっちの左右に揺れるあの道? Sich windet? そうだ。やっぱりな。ナチュラルボーンヒーロー同士は何か通じるものがあるのだ。Bin ich eigentlich deine Nachbarn im Stream? Falls ja, könnte das interessant sein für dich? Für die? Nein, ich weiß gar nichts. Also die unter mir, die ich glaube nicht, weil die haben schon Hörprobleme. Die über mir, keine Ahnung, vermutlich, möglich. Das Gute ist, ich habe halt links und rechts sozusagen ja nichts anliegen, sondern es ist nur oben und unten. Weil ich bin sozusagen bei mir, wenn du den Hausweg hochgehst, bin ich auf der linken Seite. Und ja, unsere Wände sind Papier. Also du hast eigentlich so gesehen alles. Ne? Aber hey, das ist besonders geil, wenn ich dann auf Mitternacht, wenn mich dann Mitternacht rum dann irgendwie viele erschreckt und ich übrigens einen Schreianfall kriege, ne? Masaka, Drake, anata mo? So da, kanjirarere! Oh, die Draker! Yoshi, iko! Iko! Annai suru kara! Na dann? So na fuzaketa chokkan nanka o shinjiro to iu no ka? Sieht wohl so aus. 間違いない。私たちは道を知っている。ここだよ。Koko, koko. Ich würde mich auch was fragen, wenn meine Nachbarn öfter Leute Hühnergeräusche. Also bis jetzt kam die Frage noch nicht, ne? Bis jetzt kam das Einzige, weil ich immer, wenn ich jetzt weggehe und der Akku bleibt alleine zu Hause, ich denke mal durch den Schock von der einen Autofahrt zu Ostern, weil ich ja Vollbremsung machen musste, hat er einen kleinen Schock halt gehabt und dadurch hat er sich jetzt angewöhnt wohl, wenn ich halt abhaue, meckert er halt richtig rum. Das will er halt nicht, ne? Aber das hält nur 1-2 Minuten an. Aber ja, das hören die wohl oben. Aber unter mir, die sind, wie gesagt, die hören nicht. Ja, ne? Die gute Una. Emma flüstert Unha ins Ohr. Annai shiro. Okay, so schnell geht das. Tadashi, omae ra ga sentou de aike. Oh, nani? Mae ni tatasete, ushiro kara utou tte hanashita no? Katte ni itte ro, Sanryu. Rostlau. Nani o kangaete iru no? Aruki nagara setsumei suru. Na dann? Ugoke, Metis. Iko! Hiro! Ich glaube auch, ey. Heldenreise. So, wo ist denn sich windende Fahrt? Kann er nur geradeaus sein. Na gut, erstmal müssen wir Kugel sprechen lassen, ne? Die Kugel. Und das Vieh muss weg, das ist mal eklig. Und tschüss. Oh, das noch. Das ist noch so eins. Mach das weg, ich mag das nicht. Alter. Das ist halt gerade richtig weh. Hallo? Na gut, nachladen. Oh, zwei! Oh, ich mach mal, wir müssen einmal die Stunt-Typis wegmachen, die sind eklig. Wie niedlich, ey. Ich hab nicht mal einen Tank, die machen zu wenig Damage. Oh Gott, jetzt krieg ich Schluck auf, oder was? Ich muss ja was trinken. Erstmal was trinken.
Boah, ja, ich krieg. Ey, krieg ich das echt auf oder was? Ja, die Mucke. Oh! EX! Ich habe schon gewundert, warum diese Ecke hier so ist, ne? Ich bin erstmal im Look! Jo, alles klar! Vielen lieben Dank für den Lucky Angel! Ikeba, wir gucken uns hier das EX-Ding an. Oh, 120. Oh, so weit bin ich noch nicht. Und Tatsache, ich krieg jetzt wirklich Schluck auf, ey. Aber doch nicht so, Mann! Aber doch nicht so! Das ist ja easy. Okay, das wird die einfachste EX-Phase überhaupt, oder was? Das war ja mal super billig. This one was pretty easy though. This one was pretty easy, X-Face. Just vanished. Hi, hi. I'm coming. Da. There it is. So. Ketchon. I'm coming. Woo. No. Ah, now I see. I just didn't see the T-Rex in the emote. I just saw the rape, like, on something moving. Now I saw. Yeah, because Ophelia did the T-Rex roar. That's why you. Well. That's how it goes. Oh, da oben! Oh, Sana-Typi. Achso, zu rennen! Radaradaradarada. Noch da! Onegai shimasu! Und tschüss. It's the Trex from Jurassic Park. Yeah. Der gute T-Rex. Level up! Cool, Made. So. Bam 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 bam. Wir haben eigentlich. Oh, wir haben gerade mal 6 von 13, ne? Bam, bam, bam. But hey, shall I also. Well, I did start with a antenna pull. But didn't get pretty much anything. Just the normal standard stuff. But, I had like a full SSR crystal again. They got to copy one extra body for Naga. Really nice. Like, how? Just how? I just get like the right copies. The right copies I want, dude. I just get them. I don't know why. I don't know. The gold mode pulled through. Oh, right. Pretty much. And I really hope if we get like the anniversary event that I get at least some more pilgrim units so that I can start the tower. I'm coming. Wait, doch hier? Nö, hä? Okay, gut. Platz verdient das mal. Ikeba. Do. Ja, wir kommen langsam näher. Oh, nein! No, ich hab Shifty abgebrochen. Hab sie dich auch reden lassen. Hasenpfoten? Hi, Hiro Sensor da. Das ist ja wie hart. Der dreht sich auch schon mal ständig um. Rapid Unha verständigen sich per Handzeichen. Karate-Wettkampf, Pantomimen, was? Wie haben sie das übersetzt? Well, that translation is pretty fucked up, though. That's the good thing, and that I can understand pretty much Japanese. I don't know if it's also for the English translation, but ninjutsu. Ninjutsu is like the ninja techniques, right? And not some martial arts stuff. Well, ninja stuff is martial arts in some degree. But I think this translation is not really optimal though. Also die Übersetzung ist so, naja.
Die drei verständigen sich weiterhin per Handzeichen. Nani? Rappi nickt leise. Okay. Was ist los? Sieht wohl nicht so gut aus. Da bin ich mal noch gespannt, was da noch abgeht. Dann. Schön Typ! Ja, komm vor. Weil ich diesen Charakter natürlich aktivieren seid, schön. Weg! Da oben ist noch so ein dicker Typ! Oh, oder auch nicht. Das ist er wieder. Unmunitionale. Oh, warte mal, ich finde. Oh, Selbstmordtruppen. Selbstmordtruppen. Selbstmordtruppen sind. Nein. Nicht keine Selbstmordtruppen. Die hasse ich wie die Pest. I really hate those Suicide Squads, though. Those pretty much can annihilate your full party, right? Later on in the game. Le Schild! Tschüss! Blaps! Hi. Oh! Yes! Eine Mission? Wait, hä? Oh, ich bin hier, wait. Credits, wie niedlich! Ich geh mal erstmal. Ex! Halt doch! Guck mal! Bam 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 bam. Ich glaube, ich spinne gerade ein bisschen rum, oder? Bam, 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 bam. Ich höre nämlich nichts. Immer! Also wenn du willst, kannst du dir die Punkte zurückgeben. Es kam ja nichts. In Reward. Glaube ich auch. Ja, ne? Nee, es kam kein Sound, deswegen auch immer. Dann spinnt es wieder ein bisschen rum. Aber witzigerweise, das Hachi hat erst funktioniert, ne? Die gefrorene Erde hätte die Beine der Toten und ist mit dem Blut der Sünder getränkt. Aus hier steht jene auf, die wiedergeboren wird. Wow, sprechen Sie von der Königin da? Alle sollen vor ihr das Haupt neigen, denn sie ist das heilige Gefäß Gottes und kündigen ihr die Wiederkunft des Herrn voraus. Da läuft doch noch was. Level 120. Mal gucken, ob es ein bisschen anstrengender wird als die Mission davor. Ich hoffe nicht verteidigen. Verteidigen ist eklig. Oh, wie niedlich. Was bist du denn? Die Gurke wieder. Es ist die Gurke. Die Gurke schlägt wieder zu. Muss trotz Mod-Ansicht auf dem Handy an den PC. Natürlich doof. Natürlich mistig, ne? Ich muss mal einfach nachladen. Oh gut, wow, das hat ja keine Damage gemacht. Ich habe schon kurz Schiss gehabt. Oh, nur kurz. Achso, Leute, ich habe vergessen. Die Schlafmütze. So, war da, geh wieder, was? Frech. Na, mal du Ratte. Kannst du dich auch über Auftauchen gleich wieder abbauen? Yo, little one. Ja, stimmt. Nightmare ist ja auch so fast 3 Meter groß, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Der kann ja allen auf den Kopf spucken. Und nein, halt mehr. Was hast du so Schönes bisher getrieben? Und schön, dass du reinschaust. Gute Musik auch, ja? Schön, dass du reinschaust. Sensei, ja. Attacke! Ich habe noch 3 Dinger zu finden.
Aber wir sind fast am Ende, wie es aussieht. So, erstmal wieder zurücklehnen, da brauche ich nämlich die Tastatur nämlich nicht. Fast drei! Ich bin brauch. Was brauch? 5 Meter Leiter für ihn! Jetzt geht's los. Ist er schon wieder gewachsen? Nein, bist du schon wieder gewachsen? Brüll nicht so rum, Junge! Wieder, wenn ich sterben will. Hallo? Okay, ist weggemacht. So, erstmal nachladen. Klack, klack. So, jetzt nicht porten, ne? Und das Spiel ist ein fucking Tease! Wieso? Was los? Ente, was los? Schlafen, zocken, essen, zocken und dein Stream! Mensch, das hört sich nach einem perfekten Rhythmus an. 4 lila hintereinander! Ich habe heute beim 10er Zug auch nur lila gesehen. Lila, Orange, Orange wäre viel, viel schöner, ne? Nagi Haraimas. Oh, das ist ein dicker Typ. Das hat weh, hä? Ach, mein Dreierpull! Was hast du schon? Drei ist das erste Mal. Einmal gezogen, oder was? Das hatte ich noch nicht. Vierte Mal der TM. Jetzt haut dein Wappi auf, okay, komm vor. Und du. Boom! Hast du ernsthaft 3 SSRs zusammengezogen in den 10er zu? Junge, hatte das doch. Ja, kann sein. Denkst du, ich erinnere mich mit meinen 3 Gehirnzellen? Glaubst du das wirklich? So, 2 fehlen dann noch. Bericht der Göttinentruppe, Phase 1. Korruption bestätigt. Ergebnis Entsorgung. Welt, Korruption? Oh, guck mal, die sind jetzt schon bei 33.000, ne? Jetzt geht's los. Bossfight! Kokodayo. Jetzt bin ich mal gespannt. Hi. Roger. Tori, gib mal die Fotos! Jetzt geht's los. Jetzt schickst du mir noch die Fotos. Da. Na gut, so alt ist es noch gar nicht. Stimmt auch wieder. Tatsache. Er hat recht! Ratatatatatat! Während Metis vor ihnen steht, öffnet Rappi und Una das Feuer. Die Mitglieder von Metis fallen zu Boden. Was hat das zu bedeuten? Korruption? Was ist das? Oh, oh. Oh no. Ach, Kacke, Mann. No. Wait. Hat Sören das mit Absicht gemacht? Aber wann? Wie? Aber weil sie sofort wussten, wo es hingeht. Das sind Tentakel. Wie hat der Hauptcharakter vergessen, was Korruption ist? Ja gut. Du kennst mich doch. Ich weiß, ich vergesse auch immer schnell Sachen. Es ist nicht so, dass wir damit gestartet sind am Anfang. Rappi. Ich denke, weißt du, was ich denke, warum es bei Rappi nicht funktioniert? Weil das funktioniert bestimmt über die Nanomaschinen. Und Rappi hat keine Nanomaschinen mehr im Gehirn. Und dadurch kann sie auch theoretisch nicht mehr korrumpieren, weil die können ihr Gedächtnis ja auch nicht mehr löschen. Like fucking hell, die ist jemand in den Arm gestorben oder zumindest irgendwie. Ja, nö, ach. Nicht wirklich von erinnerungsprägender, ne? Nicht wirklich erinnerungsprägend. Woher weißt du das? Gankyu no
Okay. Ich bin so gut. Die Emma. Dann wäre es ihnen selber aufgefallen, dann hätten sie laut sein müssen. Das könnte auch eventuell gewesen sein. ニケを大切にする指揮官の理念は素晴らしいと思います。ここは敵陣。あるいは敵の腹の中です。不安要素を拡大させることはできません。なあなあ、無事が来たね。申し訳ありません。下克上に対する罰は甘んじて受け入れます。ああ、ラピ氏は死んだ。Is he dead? Ja, Gummidanda. Wait, können wir nicht theoretisch die Nanomaschine kaputt machen? 3 Stunden! I don't like them putting chemicals in the water! The turn the freaking frogs game! Bam 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 bam! Turn the freaking frogs game! Bam bam! Son crap game! Frogs freaking frogs! Oh, wie, lässt erstmal die Frogs raus! Yeah, Frogs! Mam-ba-da-mam-ba-dam. Das wäre auch sowas für die Nachbarn, wo die sich bestimmt denken, was soll er getan haben. Also, kannte Metis den Weg, weil... Mam-ba-da-mam-ba-dam. Marian, ja. Bam-ba-bam, Frogs! Quack-quack-quack-quack-quack, Frogs! Ich frage mich nur warum. Heretiker-Fragment, okay. Wait, wollen die etwa eine neue Heretikerin erschaffen? Der Alex Jones Remix! definitely. I pretty much like the Gaff Rocks, right? Who doesn't like Gaff Rocks? Na, stimmt wirklich was nicht. Bombilinki! Hä? Oh. 1 Meter! Von unten! Von überall, Mann! The fuck? Mit einem kreischenden, metallischen Geräusch beginnt der Raum zu beben und zu zittern. Hab's ziemlich gut nachgemacht, oder? Tentakeln beginnen aus den Wänden zu sprießen. Nee, nee, wirklich gut. Oh Gott, Max, Hilfe! Hey, Chef, what are you doing? Got some coffee, eh? Sashizu suru na. Encounter. Encounter! So, warte mal. Brauche ich jetzt... Eigentlich müsste Automode drin sein, oder? Mal gucken, mal gucken. Wie wir jetzt klatschen. Oh, Fuck, bist du denn? Material, ha, Friss, Junge, friss! Und kleine Viecher kommen dazu. Oh, der schützt sich. Hat sich geschützt. Komischer Kran, weg damit. Oh, keiner. Ist nicht drin. Oh, da nochmal. Was bist du denn? Mixer. Hat er überhaupt angegriffen gerade? Hallo? Bildschirm, guck ich, komisch Geräusch. Ah, Gott! Atom! Lol, da war ein Turm, ich hab den gar nicht gesehen, weil wir waren davor. Au! Lol. Ich hab den gar nicht gesehen. Da wieder, Alter. Ich sehe den teilweise gar nicht. Warte mal, ich muss nachladen, falls der nächste Turm. Ah, da kommt er wieder. Was tut? Okay.
Bin gerade Zitzer an, ne? Hier mach so, Kaktum, Alter. Let's go! Boom! I just didn't see the first terror who was attacking me. I was like, huh? Because the ram was like overlapping. I didn't see it. Well, I almost lost the cat. Ooh, nice. Tier 7, huh? Gott sei Dank. Sehr schön. Na dann. Hi, hi. Raja. Raja. Augenblick. Ich kontaktiere Anderson und Ingrid. Diese Raptures kann Nike korrumpieren. Es ist zu gefährlich, ihr unvorbereitet zu begegnen. Raja. Dewa. Watashi wa Metisu hobaku shita ato. Einer Stunde, nice, sehr schön. Yeah, if you haven't fought this boss before, it throws a few curveballs. Yeah, almost had like one dying. Especially because I'm using the character in the middle ram. I almost didn't see it. I was like, just like, yeah, hear attacking noises, but I don't know where from. Nice. Ja, Gott sei Dank. Oh. Kiste? Apropos Kiste, mir ist mir was eingefallen. Broken Eye noch einen Follow zurückgeben. Ihr habt mich ja erst geredet. Du wolltest vergessen! So, ne? Shifty, akete mite mo ii desu ka? Oh, oh. Hi. Toriaizu, naibu kara no energie hannou wa arimasen kara. Ist da das Fragment? Juu de aketa hou ga ii desu ka? Sore tomo te de. Mit Feuerkraft! Tatte ni shite. Alles gut. Ja, akemasu ne. Kore wo kou yatte. Boom. Are? Wazuka na handou ga. Schwache Resonanz. Kou shite. Jo, akenai de kudasai. Nicht öffnen. Der Deckel der Kisten öffnet sich. Kore wa. Als sich die Kiste öffnet, kommen die zerknüllten Körper zahlreicher Nike zum Vorschein. Sieht so aus, als hätte man sie zusammengepfercht, um so viele wie möglich hineinzubekommen. Nanda? Stampf! Ich schließe schnell den Deckel der Kiste. Die ganze Menge Körperteile. Fasst ab jetzt bitte nichts mehr an. Die sind alle voll mit Nike-Teilen. Neon, hast du das Werkzeug? Nur noch mal halblang. Was wir gerade gesehen haben, war nicht echt. Genau, nur mit... Die Augen sind komisch. 40 Minuten später. Sehr schön. Nice. Oh. Pieps, pieps. Was ist das? Oh. Oh, sie wehrt sich. Oh, sie wehrt sich. Lapras! Gomudan wo ziriki de kokufuku shita to. Mada shinshoku joutai yo. Gomudan wo. Boom! Was?
Das Licht, das von Laplas Körper ausgeht, schleudert alle zurück. Plasmafeld! Pulverisieren! Oh Mann. Bong! In Laplas Waffenlauf sammelt es sich Licht. Sie zielt nach oben. Oh Mann, ey. Was? Auf Transport! Lapsas wirft ihre Waffe weg. Oh Mann, ey. Mit Mühen versucht Laplas, ihre Hand in den Mantel zu stecken. Dann zieht sie eine Pistole heraus. Sie hält die Pistole eine Weile hoch. Oh. Und zielt dann auf ihr Kinn. Oh Mann. Stopp, Maiden? Man hört eine Stimme. Was war denn das für die Zunge? Und Laplas bleibt stehen. Sogar alle bleiben stehen. Es ist, als sei die Zeit stehen geblieben. What the fuck? Extrinikus? Wait, haben die Sinn dabei? Sinn hat doch, glaube ich, so eine Sprachfähigkeit. Wusch! Die in Laplas Lauf gesammelte Energie verpufft. Guillotine is fantastic. Yeah, she's like Fischl and the Chunibyo. Did you also watch the Chunibyo anime though? Chunibyo is pretty great though. Just how she's speaking. それでもこの力を使うしかないのか。破滅が約束されている力に溺れた我はまるで一人虫だ。Wir werden mal zu schlecht! 撤退しましょう。Die Maiden hat gesagt nein! いいだね。今日は特別にその頼みを聞いてやろう。Sie ist ja dagegen! 友よ、わかっているだろうが。我々は光にさらされてはならない存在。Maiden also has like the mask, but then she also has like ability like Sin, where she's like can control people with her voice, something like that. 我々の存在を口にするその瞬間、死の神がお前の魂をズタズタに。Jetzt geht's los. Die Rotschi, hm? Guillotine und Maiden gehen schnell davon. Die Zeit, die zuvor eingefroren war, läuft nun weiter. Du hast nicht mitbekommen, ne? これからは援軍の指示に従って動いてください。ナイス。指揮官、
Ich habe nichts gesehen. So, das ist klar. Was ist das? Motorimashou. Heimatstadt, clear. Comeback, Kapitel 13. Reingehen müssen wir. Warte mal. Wo haben wir. Da jetzt weiter und Nebenquests haben wir noch, aber hä? Wir haben noch. I'm coming! Zwei Items haben wir noch übersehen. Warte mal, da bin ich. Ah, da bin ich. Lol. Okay, können wir die komplette Karte gucken? Das ist cool. Das ist cool. Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas leuchten sehe. So, hier war ich ja erst. Hier waren ja mehrere Sachen. So, wollen wir mal Points of Interest absuchen. Und, hier haben wir was gefunden gehabt. Eventuell hier bei den blinkenden Lichtern vielleicht, weil ich bin da nicht hingegangen. Nö. Hier? Ich bin ja von hier gekommen. Ah, guck mal. Red Eye oder Red. Nicht Red Eye. Doch, Red Eye auch, aber Smile noch dazu. Ich hab's einfach gehört. Eins fehlt noch. Ist relativ am Anfang. Vielleicht relativ am Anfang. Oder hier bin ich nicht reingelatscht. Nö. Auch nicht. So nicht. I'm coming. Nö. Hier wird's mir auch auffallen. Hier vielleicht? Okay, hier ist der Anfang. Ah, guck mal, es war wieder ganz am Anfang versteckt. Mehr Musik. War wieder ganz am Anfang versteckt, die Schweine. Warte mal, Hauptmission. 20, ordentlich. Nice. Wir gehen erstmal zurück ins Hauptmenü. Dann werde ich auf jeden Fall gleich noch ein bisschen aufleveln. Vielleicht müssen wir ja auch in die Arche. Ich schätze mal, wir müssen bestimmt. Ja, müssen wir. Können wir uns auf jeden Fall. Geh weg, Junge! Ich will dich nicht! Weg! Wie soll ich denn hier? Ah, wegen Equipment. Nein, ich ablegen! So. Ich wollte dich ablegen. Nee, du Ulti. Ich hab ordentlich. 127. Muss eigentlich gehen. Oder? Oh, hier. Ausrüsten. Nice. Manager,結構やるじゃない。 Zwei Level. おかげでどんどん進化してるよ。進化してるよ。 So, warte mal. Level. Plus. Oh. Mensch, kostet ja gar kein Quartz dafür. Ich glaube, da komme ich sogar jeweils noch ein Level hoch, ne? Yo, Bro. Lustig mit ihren Englischen. Ja. Sieht doch richtig gut aus schon. Ey, wir haben 6000. 6000 Fernstaub. Zurück. Guck mal, hier die leuchten alle rot. Das heißt, ich kann alle neu ausrüsten, ne? Ja. Gucken wir mal. Da, Kopf.
Wo hier? Nö. Nee. Nee. Doch. Nicht unbedingt notwendig. So, wir haben wir noch irgendwas zum Einlösen? Nö, Dings können wir auch noch nicht. Außenposten, na, wir gehen mal in die Arche. Yep, Kommandozentrale. Aber richtig reif. Nice. Atlas! Sehr schön. Na dann, was ist mit Metis? Cold Sleep ist eingetreten. Die Entwicklung wird nicht weiter fortschreiten. Das ist gut. Ja, aber gut, verständlich auch, ne? Ich weiß, wie Nymph funktioniert. Ja, aber mit dem Anlass, mit dem Sack von den Pilgrim, das Stuff, was wir da bekommen haben, könnten wir ja theoretisch das Nymph von denen zerstören. Damit werden sie zwar auch raus aus dem diesen Loop, aber dann könnten sie doch nicht mehr befallen werden von den Raptures. Gott sei Dank. Genau, Vapos. Ja, ne? Wie genau? Getrunken vielleicht? Das ist eine gute Frage, wie das denen einflößen dann, genau. Haben sie irgendetwas über Vapos in Erfahrung bringen können? Nein. Nope. Nicht wirklich. Aha, guck mal, die Zentralregierung weiß was. Pilgrim wissen Bescheid, hä? Hoffentlich. Haben Sie einen Blick in die unterirdische Anlage geworfen? Ah. 調査結果の前後の事情を合わせれば、 大まかな状況は推測できるが。 Ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht.
Da haben die dann eine Art Fabrik draus gemacht und haben sozusagen Nike in Ratchets umgewandelt, hä? Okay, ich werde mich gedulden. Dewa, Zenshou-Kichi ni modotte yasumu yo. Atarashii joufou ga haittara shirase yo. Hi. Sugu ni Zenshou-Kichi e kaeru nara, doukou suru. Na dann? Warum? Gouei da. Oh, wegen Suen, hä? Plumps. Oh, verlorenen Sektor, auch neue Frecher. Oh, 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 mehr Sektoren. Meine. Wie niedlich, 10 Xe-Kristalle. Wie niedlich, Mann. Ausposten. Ach, guck mal. Suwatte. Ja, der Suen. Langak taizaisuru tsumori ka? Tatta mama kiko. Yep, yep, genau das habe ich erwartet. Ente, deine Lieblingsstimme ist wieder da! Omae wa nani shi ni kita no? Seishiki ni shoutai sareta. Dareka san to wa chigatte no? Na, das hat sie schon recht. Shuen, uchimashou ka? Dame da yo, Mihara. Shuen no hyoujou ga motto kewashiku natte kara janai to. Ah, sou datta wa ne. Gomen ne. 大丈夫。ちょっとずつ前の三原に戻っているから。久しぶりだね、ユニ。うん。久しぶり。ね。三原も久しぶりです。え?私を知っているの?いや、三原ブレスケテクニスクルシュ。三原、ユニがこの子たちについていっぱい話したよ。うん。思い出せないの?あ、カウンターズ。 Ja. Anis to Neon. Lapi datta wa ne. Yep. Kisashiburi ne. Hai. Genki deshita ka? Eh, genki yo. Na dann, immerhin. Aisatsu wa owatta? Alter, die Sue, ne. Worum geht's? Ikura hitsuyou kashira? Wie viel brauchst du? Was? Wie bitte? Okane. Ich will das Fragment haben, ne? Sparen Sie mir das Gerede und kommen Sie zum Punkt. Unchained. Warpuls. Ja, ja, jetzt auf einmal bist es... Nee, ich glaube, zu den drei Nike, die infiziert worden sind, hat ja, ich glaube, Suen eine ziemlich spezielle Beziehung. Ich glaube, Suen ist da wahrscheinlich... Du hast ja ein Anniversary-Event gehabt, dass sie die halt so extremst ruft und die verlässt sich halt sehr auf die. Nicht, dass die Nike eigentlich von den Eltern sind und die ihre Eltern nie gar nicht kennengelernt hat und die sozusagen einfach nur... Also die Eltern waren vielleicht nie da und die sind mit den Nikes groß geworden. Und die Nikes müssen ja auf die Befehle hören. Und dadurch können sie halt nicht Nein zu Suen sagen. Und damit hat sie nie gelernt, richtig mit anderen Leuten umzugehen. Das ist so meine Vermutung, die ich gerade kriege. Ich weiß nicht, ob es so ist bisher, aber es ist so meine Vermutung. Und sie schätzt sich schon wert. Auf ihre eigene Art und Weise. Und deswegen versucht sie halt zu retten und nicht das Gedächtnis zu löschen. Weil dann vermutlich... Die Erinnerung halt auch an sie sozusagen komplett verloren gehen würden. Anderson weiß das auch. Eine ganze Menge Credits hätte ich gerne. Hat es etwas mit Mates zu tun? So, ja. Warui. Ninfu o korosu rashii wa ne. Ja, Shinshoku-Jotai mo chiryou dekiru desho. Das ist, ne? Dakara urinasai. Was sie halt nicht versteht, was Suen in dem Moment nicht versteht, dass sie vermutlich einfach nur darum bitten müsste und nicht versuchen, es zu kaufen. Ja.
ニケを鉄くず呼ばわりして荒っぽく扱うくせに、なんでメティスだけ溺愛するのかしら。Ja, ne, ne, ich wette, ich liege richtig damit. ただのニケでしょ。あなたからすれば、メティスも他のニケでも同じじゃないの？ And shall I really do have the feeling that, like, Metis is like more like a family for Suin, but because Nikes can't say no, right? She didn't really learn like an etiquette or something between like human interactions. And so she's like, I want to buy that stuff, right? To save them. Oh, so I really think she, in heart she's not bad. She just didn't learn to do the right thing, right? Mihara がああなった時には何もしなかったくせに、なんで今さら大切なふりしてるのかしら。あの子たちは特別なの。道端に転がってる鉄くずとは全然違うのよ。Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da eine Erklärung bekommen. Nani ga sonna ni tokubetsu nano? Sonna no omae to wa kankei nai deshou. Unchained o uri nasai. Das geht nicht. Ja, tada de watashi nasai. Oh, Jesus, was? Ucha o yuu na. Amari ni mo zannin na kotoba dakara hikaete ita no. Konkai no sakusen wa Metis ga subete dainashi ni shita. Ja.橋を壊したこと、侵食されてカウンターズやアブソルートが危険にさらされたこと、それにより作戦費用が膨らんだだけでなく、私は最後の切り札まで露出させた。Ja, das haben wir gekriegt, Guillotine. これに対する責任はどうやって取るつもりだ。なのにアンチェインドをよこせと、ズーズーシーにも程がある。No, no. じゃあ、あの鉄くずでも貸してちょうだい。アンチェインドに暴露されたって？だから記憶消去も効かなかったし、侵食もされなかったそうじゃない。貴様、極秘情報を勝手に喋るな。おまね。調査は全部私がやる。費用も何もかも私が持つから貸してちょうだい。Nie im Leben。ちょっと、何が問題なの？私がこんなに頼んでいるのに。やね。お前のような分際で私を無視するの？お金あげるって、いくらでもあげると言っているでしょ。Ich glaube, Suren ist gerade ganz schön verzweifelt, ne?あの子たちを助けないといけないの。これがどんなに重要なことかわからないの。Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Nein. ミハラ。はい。感覚を交換して自害しなさい。頭を壊して。あらあら。あらあら。いい加減にしろ。殺人は許さない。ここにいる私が誰だか忘れたのか。邪魔しないでよ、おばさん。やじしゃく。お前を助けているのだ、この間抜け。Ich finde einen Weg. は？ Einen Weg, die Mates-Mitglieder zu retten. Ich verspreche es. それを信じろって。Ich werde jede einzelne von ihnen retten. Sie müssen mir vertrauen. その方法、必ず探し出しなさいよ。そしたら、土下座でも何でもしてあげるから。Damit haben wir Charakterwachstum gerade bei Suin, hä? その代わり、見つけられなかったら、私がお前を殺す。No, this is ehrlich! Suin stapft davon.一緒に来てよかったな。なな。シュエンはメティスとどんな関係なの？なんであそこまでするの？Würde sie das bloß stoppen, der Bitch zu siegern, ne? Ich glaube auch, ne? Es ist halt Overzundere. Das ist eine Overkill-Zundere. Plötzlich. Lappi. Greift Juni nach Rappis Handgelenk. Juni.
ラピは記憶が消されてないんだ。Nope。ミハラとラピは一緒に記憶消去されたのに。Yep, Juni, ja. Ihr Griff wird fester. ラピは全部覚えているんだ。ミハラは全部忘れたのに。Knack! ラピはいいな。全部覚えていて。Oh Mann, ey. ミハラは覚えていないのに。ラピはいいな。アニスとネオンとずっと仲良く暮らせて。Bestimmt doch nicht, nicht leicht für Juni, ne? Mihara wa Juni to amari nakayoku nai no ni. Bestimmt ein ätzendes Gefühl. Lappi wa ii na. Ikite ite. Mihara wa shinda no ni. Ja, ja. Krack, wa? Juni. Juni geht. Watashi mo iku wa. Mata ne. Die Frage ist, könnten wir ihr Gedächtnis wiederherstellen mit den Warpöhren auch? Ja, da geht. Alles in Ordnung? Das glaube ich! Das glaube ich glatt. Halleluja, ey, die Story wird halt echt immer krasser, ne? Anschlagbrett! Was will das Brett von mir? Ich kann einsammeln. Meine. Ja, damit. Flaps. So. Aber ich, mir tut Juni leid. Ich hoffe, dass sie ihre Rache an Zuhören kriegt. Ich bin aber echt mal gespannt, wie das mit der Story weitergeht, weil es ist echt gut gemacht, ne? Ich glaube, Zuhören wird noch richtig Charakterdevelopment bekommen. Ich glaube, weil auch jetzt so stellt sich so ein bisschen heraus, dass da noch einiges kommt wahrscheinlich. Wo Suin sich dann wahrscheinlich in einen guten Charakter dann am Ende entwickelt vielleicht. Aber das, würde ich mal sagen, sehen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich würde mal sagen, ich suche mir noch wem zum Raiden raus. Weil ich muss ja noch Gassi gehen und wir haben dann nachher, oder was ist wir? Ich und Jurik haben dann nachher Nachtschicht und ich muss mir noch Essen machen. So, ich suche mir mal wen raus. Wer ist noch alles da? Warte mal, Finsty, oder? Wir können ja mal Finsty reden. Der ist ja auch unter 100. Ich sage, alles unter 100 wird geredet, ne? Er spielt gerade Kingdom Hearts 2. Mal gucken, was da dann so abgeht, ne? Perfektes Timing, ich muss jetzt auch weg. Dir noch einen schönen Abend. Jo, Albrecht, warte noch, wir reden noch rüber, da kriegst du noch ein paar Pünktchen, ne? Bye bye, Tori, jo, Nightmare, ne? So, ich starte schon mal den Raid hoch. Ah, da passt das so gut an. Schmeiß ich euch alle eben noch rüber, ne? Und dann würde ich mal sagen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart hier. Ey, Nike, richtig geil, die Story geht mega vorwärts. Ich freue mich schon richtig, wenn wir da dann noch weitermachen können, ne? Und Franzi, bye bye! Jo, vielen lieben Dank, dass du rüber geratet wurdest, ne? Und dann, wir sehen uns Montag? Ja. Oh, Valkyrie Profile, Montag! Let's go, ne? Aber jo, noch ein bisschen hin, ne? Und dann würde ich mal sagen, lass beim Finsty ordentlich krachen. Und dann macht's gut, Leute. Tori out. Bis später. Bye, bye.